Wer so aussieht, kann kein Vorbild sein? Oh. Wer solche Nägel trägt, ist fake? Ist halt laut hier. Junge, ey, Infos. Nice. Guter Clan, guter Clan. Findest du Lul? Lul. Naja, ist schon gut. Nee, sag mal was. Nee, Quatsch, ist gut, ist easy. Ach so. Ja, keine Ahnung. Hat sich halt ganz chillig angehört. Ja, genau, hier, da ist der Bursche. Perfekt. Sollte funktionieren. So. Ah, perfekt. Oha. 6 Viewer schon. Krass. Oha, stabil, nur wegen guten uns. Guten Abend. Ja, ne? Ist echt so. Guten Abend. Perfekt. Ja, ich. Mein Mikro hört sich wieder so komisch an, aber das ist immer so. Ach, das ist in Ordnung. Bestimmt. Ja, ansonsten ja. Erstmal Ayur, schreib mal rein. Oh. Guten Abend, Ayur. Ein XD an dich auch hier, komm. Ja. Bitteschön. Hören wir uns okay an? Ist das okay? Also, ist einer der lauter als der andere oder ist das okay? Ja. Sogar Maralekos macht jetzt mit. Sogar Maralekos. Nice. Wie geil. Ja, das ist bei Ayur normal, dieses XD. XD. XD, ja. Aber ja, gut. Lul, das ist dann bei jemand anderem normal. Lul. Perfekt. Luls. Roffelmao. Lymphau. Oh je. So. Ja, okay, was machen wir denn heute? Heute haben wir ja Liga 6 und Liga 10, ja. Endlich den dritten Spieltag. Ja, auf jeden Fall, richtig nice. Dann aber zwei Matches von Liga 10 tatsächlich. Oh, okay. Statt 3. Aha, okay. Aber ja, nun gut. Okay, aber cool. Ja. Fenrek Herold. Sehr schön. Man, Chris City Schwarz, Gumburt. Nighthawk, ja, also eigentlich, ich freue mich. Oh, ja, ich freue mich ganz besonders auf den Traumtraum. Ich meine, der Traumtraum hat angekündigt, dass das erste Sahne sein wird. Ja, natürlich, so muss das. Von daher. So, wollen wir anfangen zu starten? Oder? Ja, why not? Let's go. Ja, okay, let's go. Ja, dann okay. Erste Series, was ist denn das überhaupt? Wir wollen ja wahrscheinlich von oben anfangen. Herold gegen Fenrek. Genau. Ja. Alter. Moment, das ist jetzt sehr, sehr weird. Das ist sehr merkwürdig sortiert. Aber egal. Ich hab's gefunden. Ist ja nicht schlimm. Alles easy. So. Ein bisschen hier umswitchen. Oh Gott. Ich muss gerade. Nee, alles gut. Alles gut. Wait. Was? Wait, oh! Bist du nicht drin? Nee, ich bin nicht mit drin. Hä, aber wir haben doch gerade Party gemacht, Mann. Ich weiß nicht. Hä? Hä? Ach so, wait, oh mein Gott. Das ist krass, dass das funktioniert. Ja, okay. Sekunde, da muss ich mal ganz ja, kurz. Ja, alles gut, alles da easy. Muss ich mal ganz kurz umdisponieren. Wie heißt das? Alles easy. Easy. Hier. Ja, das ist halt. Letztes Mal hat ja. Ja. Okay. Letztes Mal war ja Xech dafür verantwortlich und sonst immer machen wir das eigentlich über Discord. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, wenn ich jetzt ein Replay starte, einfach aus dem Ordner, also aus meinem Ordner in Windows, dann wird das ja wohl auch klappen, oder? Mhm. Aber nö, ist halt nicht so. Ja. Ist aber vollkommen egal. So, jetzt geht's hier. Hallo. Da. Ja, bitteschön. Perfekt, so. Perfekt. So, okay, let's go. Meine Güte. Das wird sehr, 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 sehr spannend, finde ich. Das ist so. Ja, Fenrek macht immer sehr lustige Sachen, die irgendwie, also keine Ahnung, beim letzten Mal, er hat einfach komische Sachen gemacht. So, keine Ahnung, Drunken-Style-mäßig, was weiß ich, und das hat einfach perfekt funktioniert.
frage mich, keine was Ahnung mit der wie, Farbe aber. schon wieder ist hier. Die ist mal wieder hier sehr freundlich. Na gut, ich hoffe mal, Nikos sieht das nicht. Alles gut, okay. Dann Ach, ist gut. perfekt, genau. Ja, okay, dann oben links haben wir in, was ist das? Violett, ich kann da mal ganz kurz tauschen. Es ist Fenrek als violetter Zerg. Und unten rechts haben wir als gelben Terraner den guten Herold. Sehr schön. Ja, ja, bis jetzt denke ich mal wieder, kommt ein Pull First von Fenrek. Aber ja, sieht alles ganz normal, Standard bis jetzt aus. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber ja, gut, wir sehen Gas First sogar von Ja, okay. Fenrek. Gas pur. Pull, das kann Early Roach sein, theoretisch auch Bane Bust, also er könnte auch den Xech machen, aber ich denke, dass er in Makro-Game gehen wird. Also ich habe keine Ahnung, wir lassen uns mal überraschen. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja, ja gut, bei Herold sehen wir den frühen Scout. Ja gut, der wird halt jetzt sehen. Okay, Pull First oder halt Hedge relativ spät gesetzt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Vielleicht Highground CC oder so. Okay, geht schon Ja, mal genau. nach unten mit dem SCV, aber wahrscheinlich gleich, wenn er den Pool sieht, Genau, denkt er sich genau, so, genau. okay. Ja, SCV geht schon nach, ja, SCV sieht man, Okay. geht wieder nach oben. Genau, also er hat jetzt genau immer, wenn man halt als Terran sieht, jo, unten, die Hedge ist halt sehr spät gesetzt. Dann fährt man immer noch mal hoch, weil normalerweise fährt man nicht noch mal hoch. Wenn Hedge First ist, dann ist ja nichts anderes, da kann ja nichts sein. Aber du fährst halt generell noch mal hoch. Er hat gesehen, jo, kein Roach Warren, bis jetzt noch nichts. Es könnte noch was kommen, aber bis jetzt noch nichts. Also alles entspannt und ja, gut. Also Fenrik hat jetzt alles aus dem Gas gepult. Das be bedeutet, es kommt kein Cheese mehr. Aber ja, ansonsten alles. Ich denke mal, das wird ein solides Makro-Game gehen. Wir sehen hier High Ground CC von Herold. Und ja, genau. So sieht's aus. Ja, etwas irgendwie sehr defensiv, finde ich. Keine Ahnung. Ja. CC ist halt extrem weit hinten, finde ich. Aber. Ja, klar, das ist nochmal hier ein bisschen gut für Fenrek. Wobei Fenrek natürlich Pull First oder Gas First geht, also ist ausgeglichen, würde ich sagen. Aber gut, ja. Gut, natürlich ist jetzt alles ein bisschen delayed. Er spielt jetzt sogar 3 CC. Finde ich gut. Finde ich okay. Jo, also ich meine halt, Finde ich keine gut, Ahnung, ja. Fenrek hat Ja. einfach nur Aggression gefaked, wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Ja, und ich meine, dagegen halt einfach ganz schnell drittes CC, warum nicht, ne? Ja, Ansonsten, natürlich. ja, sehen wir eigentlich das ganz normale Following Up von Herold. Jetzt kommen ein Genau. paar Hellions, würde ich halt wahrscheinlich Ja. vermuten, Ah, genau. okay. Wobei ich sogar vielleicht. Also, das finde ich sogar gut. Er hat jetzt das Starport ein bisschen geskippt. Ist jetzt ein bisschen delayed-mäßig, was natürlich nicht schlimm ist. Ich meine, wenn er sagt, jo, ich gehe früher Hellions, ich will ein bisschen früher Druck machen, dann baue ich halt. Keine Ahnung, vielleicht geht er jetzt auf Barracks. Ich weiß nicht, ob er Starport, er wird Starport bauen. Aber ja, klar, ist auch eine Option. Why not? Also direkt Hellions bauen, bisschen Starport delayen, SCVs cutten. Ist kein Problem. Aber ja, gut, wir sehen ja jetzt auch, das hat sich gut rentiert. Ja, aber leider Also, ja. Surround. Ein Hellion Das geht ist jetzt raus. blöd. Wenn er die Link. Wir müssen ja jetzt gucken, ob er viele SCVs killt, aber es sieht gut aus. Ne, ich glaube, er killt kein SCV. Ein Doch, Hellion. doch, Ah, gut, doch. okay, einen killt er. Zwei Ja, sogar. es gibt Ah, da das ist einfach einen Hero. unlucky. Ja, es gibt da einfach Das einen ist Hero liegen unlucky. einfach Das in der ist Base. richtig unlucky. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No. 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 Dass so ein Hey, was kleiner macht Zergling so viel auf, so viel Schaden machen kann, ne? Hey, warte, Herold, Alter, das hast du sind deine vier. Nonce aus oder was? Herold? Oh. Herold? 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 Oh. Herold? Attack mit SCVs? Herold? 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 Sechs. Mit einem Link. Ey, wenn, aber wenn Fenrek jetzt sowas machen würde, ein bisschen targeten. Bro, Ja, Bro. klar, natürlich. Ich meine, Das wir ist, sehen halt dieser jetzt Link hier ist so ein halt schon das bisschen. GG, ne? Der Link Ja, ist. eigentlich, er macht Was weiter. macht er da? Hä? Was ist Ich das denn? hab's doch gesagt, das ist wieder Drunken Style Fenrek. Keine Ahnung, was Fenrek macht, aber weiß ich nicht, er kommt damit immer durch. Es Ja, ist. 10, easy, easy. 10 Kills finde ich schon mal sehr, sehr, Das sehr, ist einfach sehr gut für GG. den Zerg. Ich meine, hier, das, der Aber hier, Overlord jetzt hat kommt auch eigentlich. noch 2-Base, oder gut, 3-Base halt, ohne Drones hier an der dritten. Jetzt kommt Roach-Push. Der wird extrem hart und ich glaube, das könnte schon das GG sein, weil jetzt ist alles delayed Ja. von Herold.
Und ich meine, gegen die Linge kann er jetzt sogar noch nicht mal was machen und er fährt seine Depots nicht hoch. Und ich würde sagen, es ist jetzt schon. Die Hellions werden surrounded, die anderen Linge sind in der Mainbase. Die Linge da werden wahrscheinlich relativ bald gecleared, aber ich meine, da geht einfach so viel down. Nur noch 23 Worker, das ist. Ja. Und ich meine halt sozusagen, weiß ich jetzt nicht, der Hauptpush, wenn man das nennen mag, der kann ja noch gar nicht richtig. Genau, das ist jetzt ein Push. Und normalerweise sollte der Zerg wesentlich, also weniger Worker als der Terran haben, auf jeden Fall. Aber jetzt hat der Terran weniger Worker und ist nicht auf einem Push, sondern auf 30 Ziel. Das sieht sehr, sehr, sehr Und da sind auch nochmal irgendwie 5 Worker oder so etwas, die sehr leicht gesniped werden können. Ja. Herold noch auf 18 Worker und Feind 17. Ja. Ja, das erste Game war leider. Na naja, gut, der hat sich vielleicht aufgewärmt, vielleicht wird das zweite ja wesentlich besser. Aber gut. Gut, das wird er jetzt nochmal klären, aber wenn Fenrek durchdrückt, er drone sogar nochmal. Hm. Ich meine, wenn er jetzt Linge durchdrückt. Ja, da steht ein Schenk. Also ich meine, eigentlich muss er ja nicht mehr unbedingt richtig durchdrücken. Okay, ich meine, das war jetzt halt auch ein bisschen. Ich meine, klar, jetzt. Ich meine, wenn Fenrek jetzt hochdront, ist er sowieso erhält. Wenn das Game halt jetzt extrem lange geht, dann kann es halt wieder so even werden. Weil der Terran ist auf 3cc. Okay, das Problem ist halt jetzt, man sieht dieses Starport und das ist jetzt alles nochmal ein bisschen delayed. Einfach mal aus Versehen runtergeflogen. Aber gut, ja. Ja, 3cc Production ist halt ganz gut. Fenrek auch auf 3 Hatches. Aber er hat halt wesentlich mehr Worker, ne? Und der hat seine dritte auf Position, also. Ja. Ja, dann nimmt er nochmal 2 raus. Ja, genau. Ja, ist ein guter Anfang, aber da muss halt noch einiges mehr kommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer eine unschöne Situation. Also ich meine halt letzten Endes eigentlich, weiß ich jetzt nicht, machst ja ganz viel Aggression-Stuff am Anfang von Terran. Nur um dann eben zu hoffen, dass irgendwann halt deine Siege Tank und deine Marine Production halt irgendwann gut wird. Ja. Aber das funktioniert halt jetzt absolut gar nicht. Ja klar, jetzt kann auch Fenrek hier mit dem Creep ausrasten. Und einfach die Map voll creepen. Ja gut, wir sehen hier sogar beide, ein Banshee hat sogar 21 Kills. Oh. Und ja, das ist ja gut, aber halt viele Linge und aber so etwas, ne? Vielleicht 2 Drones oder so. Ja, jetzt sehen wir die andere Edge wird genommen, die vierte. Es sind schon 43 SCVs down gegangen, das ist. Boah, krass. In 8 Minuten. Hätte er die noch gehabt, ey. Ja. Krass. Ich meine, ich will jetzt zwar nicht sagen, dass es so langsam even aussieht, aber so ein bisschen. Ja, wenn er also, jetzt. Ja, klar. Fenrek hat halt mega viel Overmans und Overgas. Also, jetzt mal hier seine dritte auf Position fliegen. Weil er hat einfach jetzt zu viel Worker. Ja. Also, ich würde halt jetzt wirklich mal auf Position fliegen. Ja. Und ich meine halt, ist halt so die Frage. Ich meine, Active Army, ich meine, es ist eigentlich ausgeglichen. Herold ein bisschen mehr. Also, ich meine, er könnte sich halt auf jeden Fall trauen, wenn er wollte. Also ich meine, Fenrek kann ihn jetzt nicht mit irgendwas einrennen oder so. Von daher sollte er das auf jeden Fall mal machen. Ja, ich meine, Fenrek komm, jetzt 1500... warte mal, was? Ja gut, du verlierst halt früher. Nein, was? Nee, klar, Front. Natürlich. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Natürlich, das ist viel. Ja. Passiert halt in einem Game von, keine Ahnung, 500 oder so, dass du mal so viele nach so einer kurzen Minutenanzahl verlierst. Und ja, also generell über ein Game verteilt, was eine halbe Stunde bis 45 Minuten geht, ist es ja komplett normal, dass man so viele SCVs verliert. Muss nicht sein, aber ist nicht so schlimm, wie wenn es halt nach 10 Minuten der Fall ist. So. Aber ja, gut. Ja, Herold ist halt jetzt auch extrem supply blocked. Was natürlich auch nicht das Geilste ist. Aber jetzt sieht es halt wirklich even aus. Fenrek hätte vielleicht durchdrücken. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was passiert wäre. Er hat jetzt hier Dropper Lords. Das fühle ich. Ich hoffe, da kommen jetzt ein paar Linge rein. Wo sind die überhaupt? Ah, da sind sie. Cool. Ja.
Ja. Und Ja, ja, da ist halt noch ein nichts drin, Bär. die werden wahrscheinlich gleich beladen. Ja, klar, also wahrscheinlich, also ich meine, eigentlich hatte ja Fendrick die Zeit, die ruhige Zeit, um halt einfach wie mehrere Expansions zu setzen. Ich meine, wir haben jetzt halt einfach nur eine vierte, so gesehen. Das ist halt, Ja. der hätte einfach auch komplett explodieren können. Ich meine, Herald hätte ja nichts dagegen machen können. Stattdessen hat er Ja. jetzt Fendrick Ja. Overmins und massives Overgas gehabt, ohne dass er davon irgendetwas nutzt. Und das ist. Okay. Jetzt sehen wir auf der einen Seite den Push und auf der anderen den Ling Run-By. Was heißt Run-By? Ich sag mal den Ling-Drop. Und Warte ich mal, würde sind mal das. sagen, der Push sollte der Win sein, aber wenn jetzt zu viele Ling in der Main sind, kann das natürlich ganz, kann sich das wieder drehen auf jeden Fall. Der ist Pre-Trade ist sehr, sehr schön. Wir sehen hier, Herold ist zurzeit auf 57 Worker. Das bedeutet jetzt auf All-In, weil er auf 8 Drakes geht. Also, er ist auf All-In, okay. Und Fenrek ist auf nicht auf All-In, er ist auf 79 Workern, aber nur auf 4 Base. Also, Macht halt jetzt natürlich auch bei Herold Worker würde Damage zu Hause. Also wir sind krass. es halt hier Yeah! Linge auf dritte Main. Sehr schön. Aber ich Kann muss halt sagen, wahrscheinlich nicht geklärt also. werden. Das wird jetzt Ich auf muss jeden Fall sagen, nicht All-In sein. ja. Ich muss sagen, der Terran holt sich, glaube ich, diese Map sogar noch. Weil. Ja, das glaube ich nämlich sogar tatsächlich auch. Ich meine, Ja, Fenric, auf jeden Fall. Eine Base. 2500 Mineralien gerade, 3300 Gas. Ja. Damit willst du halt eigentlich nicht sterben. Also. Das ist krass, ja. Das ist halt so das Problem. Er hätte auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, zu gewinnen, aber jetzt wird er halt einfach eingepusht. Ja, das ist krass. Gut, dass Herold 3 CC gespielt hat. Sehr, sehr gut. Da hat er nochmal Ja. schön gehabt. Ja. Ja, tatsächlich. Also ich meine, da jetzt einfach mal einen Haufen Banglinge reinrasseln zu lassen, wäre schon echt schön. Ja, auf jeden Fall. So mit 3800 Gas oder 3700 Gas, da kriegt man ein paar Banglinge Ja. für. Ja, ich frag mich, wann hier das GG kommt. Das ist doch jetzt over, das Game, oder? Also ich meine, wir sehen halt noch, Worker Damage wird halt noch gemacht in der Natural von Herold. Ja, das frage ich mich auch. Ja, Also, Fenric. Ja, leider. ich würde mal sagen, Geld nicht ausgegeben. Ja. Also, Ich wie meine, gesagt, gerade halt 6K so gesehen, hat er nicht auch ausgegeben. ja. Das ist halt Also, wie schon. gesagt, sehr schön gespielt, aber ja, es ist halt wirklich eigentlich Ich krass, meine, dass das du ist im Prinzip nochmal die komplette Armee von Herold einfach, was halt nicht ausgegeben wurde. Na? Ja. Wenn man das halt so. Wenn man das mal so dahinstellt. Ja, jetzt ist eigentlich ja. Wait, Herold ist auf 2, auf 0 SCVs. Ne, auf einem SCV. Oh, du hast Fenrek recht. auf 11. Du Also, hast wenn die Army recht. down geht, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, dann ist er auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, du bist doch selber Okay, aber Terraner, du guck weißt doch, mal. dass. 15 Roaches sind, 16 Roaches in Production. Das ist Ja, krass. okay, du hast recht, aber ich meine halt, Roaches sind ja nicht unbedingt so die Nee, besten gegen so natürlich, natürlich, natürlich. Siege-Tanks. Also, nee, natürlich. Also, ich Also meine hier. besonders halt jetzt bei so einer kleinen Choke-Position. Die Ravager sind gut. Wir haben hier 2-1 für den Zerg Ja, und 1-1 okay. für den Ja, Terraner. ja. Was ich jetzt ehrenlos fände, wenn Herold jetzt verlieren würde und sich denken würde: Junge, warum schreibst du das dann? Das Tiergeld. Aber gut, Ja, wir aber sehen. ich kann mir schon Ja. vorstellen, in Herolds Perspektive, dass man das auf jeden Fall verstehen kann. Ja, safe. Safe. Also, ich meine, die. Natürlich. Also. Ja, wobei das halt. Production, Sehen niemand wir baut irgendetwas. Ich meine halt, das Ding ist ja am Ende, dass er trotzdem Terran ja tatsächlich Mules Ja. droppen kann. So ist es, ja. Ja, Okay, die verdammt. Rabbit. Oh, Dieser Bank Connect, dieser Bank Connect, oh, dieser Bank Connect. Oh. Aber hätte noch mal ein bisschen. Oh Gott, alle Overlords sterben gerade. Ja. Ey, die Banes im Burrow, wenn er da jetzt hochläuft, wenn er da. Okay. Ist das das Reverse GG? Das Ding ist halt einfach. Fenrek hat geschrien, wie kann ich das noch verlieren und gewinn kurz danach noch gefühlt. Oh, das ist tief dann oben. wo, du hast recht.
Du hast recht. Blöd, das ist blöd. Ja. Ja, also wenn man auf Supply guckt, liegt der Zerg auf jeden Fall vorne. Und ich würde jetzt auch sagen, dass es halt jetzt wesentlich besser für den Zerg aussieht, weil diese kleine Terran Army kann nichts gegen die Zerg Ja, Army. aber das Problem ist jetzt halt natürlich, dass du. Ja, also ich meine, er muss halt schon irgendwie noch noch eine Armee nachziehen, damit er halt nicht einfach Gut. gebasetradet werden kann. Also Ich Fenric, meine, yeah. so viel. Also ich meine, er meint nicht viel, aber er hat halt noch Mineralien sehr viel, ne? Ja, voll den Also, Gas. ich Ich weiß meine, du nicht, ob er kannst jetzt halt einfach durchdrücken Banes bauen sollte. ohne Ja, Ende. klar. Ich weiß nicht, ob er durchdrücken sollte und rüberrennen sollte jetzt oder halt eine Hedge unten bauen. Also, er kann halt beides machen, so. Okay, CC oben Ja. ist gerade down gegangen. Ich meine, gefühlt würde. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich halt machen würde, aber gefühlt würde ich irgendwie versuchen, Ja. oben irgendwie das zu defenden. Ja, aber Also, true, keine Ahnung, ein das paar Banes und so etwas. Das, was Mahalik ausgeschrieben hat. Yeah, Einfach genau, also den das ist nämlich Abwehr. auch das, was ich. Oh! Oh. Alter! Das habe ich jetzt Fenric gerade. hat einfach mal alle Medivacs mit Ravager Biles gecatcht. Ach du Das, heilig. okay, das ist GG. Also ich meine, ich wollte nämlich genauso wie Maraleko, was das gerade gesagt hat, einfach einladen in die Main Base, versuchen halt Base Trade zu machen. Ich meine, du kannst den Zerg damit irre stören, aber Fenric hat jetzt einfach mit so einem, keine Ahnung, 200 IQ-Move einfach alle Medivacs umgebracht. Ja, der Satz triggert mich immer noch. Wie zur Hölle kann ich das nur verlieren? Ja gut, Aber aber ich gut. meine, es ist ja auch komplett korrekt gewesen in Fenrix Sicht. Also aus Fenrix Sicht. Also im Sinne von, er war ja halt Ja, wirklich gut, down. ja. Er hat halt einfach nur wirklich nichts gebaut. Und dann hat er was gebaut und dann sah es wieder gut aus. Ja, das stimmt, das stimmt, das Ich stimmt. meine, mit 6.000 in der Bank, ja, das ist. Jetzt muss er nur noch nach da oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Hä, warum traut er sich nicht? Also, ich meine, er sollte ja nicht wissen, er hat nichts mehr hier rollt, keine Worker. Ja. Aber ja, klar, also, wenn er jetzt Makron will, zack, easy. Er ist jetzt auch hier auf 15 Drones, hier rollt auf einem Mule. Und ja, jetzt kommt hier der Drop, der kann aber Drones rausnehmen. Er Ja, nimmt aber auf nur jeden zwei Fall. hier raus und geht jetzt mal in die Natural. Kann viel machen, die Zerg-Armee auf der anderen Seite. Oh, sehr Bane schön sollte da geburrowt. sein. Nee, er hat nur noch ein Auge drin. Ja, gut. Ja, Unlucky. okay, und ich meine, er muss ja. Er könnte jetzt gleich scannen. Mal sehen, ob er es auch tun wird. Jetzt kann es gehen. Ja, oh, er scannt tatsächlich. Ja. Ja, finde ich gut. Ey, die bekommt er sogar noch. Sehr Ja. gut. Das ist Ja. krank. Jetzt muss er nochmal irgendwie hier so. Beiles hier. Dieses Mal dodgt Herold sehr gut, aber es ist ja genau das, was ich halt dachte. Also, es ist ja genau das, was Maralekos ja gerade angesprochen hat. Drops können ja unglaublich nervig sein und dieses eine Medivac sozusagen hält halt Herold noch am Leben, weil einfach Fenric zu ängstlich ist, um rauszugehen. Ne? Ja. Okay, jetzt haben wir einen Spire. Wahrscheinlich auch gerade. Ja, es ist halt so die Frage. Nicht unbedingt die schlechteste Wahl, einfach weil. Ja. Mobil sein, vielleicht Medivac catchen. Drüben halt irgendwie Damage machen. Ja, also auf jeden Aber Fall das Problem sehr, ist sehr. jetzt halt, dass. Keine Ahnung, die Prognose ist doch eigentlich jetzt, dass Herold stärker und stärker wird, oder? Ich meine, er kann halt auch Ja. einfach seine Basis lüften, wenn er will, und dann halt einfach eine neue Basis nehmen, also einfach zu einem neuen Mineralienfeld Also gehen. ich meine, wenn er jetzt theoretisch. Weil Fenric muss jetzt Ja. halt Long Distance Mining machen. Und hätte Ja. damit auch fast seine Drones umgebracht. Die armen Drones, die leben gefährlich. Ja. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Fenric spielt, bekommt man einfach lange Games. Das ist. Das war beim letzten Mal ja auch so. Ja, true, true. Absolut chaotisch. Ja, das stimmt, das ist schon krass. Und ja, also keine Ahnung, das ist so ein irgendwie so ein Main Event, so Fenric gegen Herold irgendwie so. Diese zwei Namen, Fenric gegen Herold. Ich weiß nicht warum, aber für mich sind die beide so,
Keine Ahnung, das ist einfach wie Cyril gegen Maru auf der Master 3 League so gefühlt. So, also, weißt du, vom Gleichstand, also, dass beide halt so gleich stark sind. Herold hat halt, natürlich, Herold war früher schon sehr starker Spieler, er ist ja immer noch stark, aber er hat halt eine lange Pause auch gehabt, glaube ich. Er war länger weg. Hat jetzt Oh. letztes Jahr wieder angefangen und das Meta Ja. weggeht nicht down. Nicht Aber down, aber ich meine halt quasi. Also jetzt müssten da ja Queens sein und jetzt müsste es halt down gehen. Und eigentlich hat doch jetzt hier halt überhaupt nichts mehr, ja. oder? Also Das auf jeden der. Fall. Oder beziehungsweise hat er hat noch ein Medivac, ein zweites Medivac, womit er halt nerven könnte. Ja. Aber keine Ahnung, also ich meine ehrlich gesagt. Was weiß ich, Mutter ist zu Hause irgendwo parken, hinter Static D oder so etwas, und dann Ja. einfach aufs Beste hoffen oder so und den Gegner halt umbringen. Ich meine, mittlerweile hat halt einfach, also Fenric hat sich halt natürlich nicht die Basis unten geleistet, sondern halt ein paar Mutalisken. Ja. Was jetzt halt natürlich, oh Gott, die beiden Mutas, okay, ein Muta geht down. Wir sehen halt natürlich, dass hier schon eine ordentliche Bioforce wartet. Mit drei Ja, Siege-Chunks, das das ist. stimmt. Was ich auch gerade schön finde, immer hier mit den Scouting, mit den Overlords, wenn du auf die Minimap guckst, hier alle nochmal schön Oh, du hast gepanelt recht. und so. Ja, überall. Du hast recht. Vor allem auch überall noch Creep. Genau, ja. Und wenn du jetzt hier Shift-Z drückst, siehst du halt einfach hier diese Zerg-Army Oha. gegen Warte mal. die Terran-Army. Oh, Ja. nice. Oh, geil. Ja, ist auf jeden Fall nice. Ja, und jetzt sehen wir hier hochgezoomt diese riesen, diese beiden Armen. Ja gut, das Ding ist halt aber auch, Herold chillt da oben halt jetzt mit seinen Tanks, so, ne? Okay, ja, er unsiegt, aber gut. Fenrek sieht das halt nicht. Ich würde die Tanks nicht klumpen wegen Beils, das ist ganz wichtig. Ja. Das stimmt. Was er macht sogar, okay. Es können einmal drauf beilen, alle Tanks werden drin. Ja, also so. Gut, Herold Supply Block, das war's jetzt auch. Langsam mal. Also, er kann jetzt nicht immer weiter produzieren. Ja, er wird jetzt länger auf der Armee bleiben. Auf dem Army Supply. Jetzt werden noch die restlichen SCVs mit dem, von den Mutas rausgenommen. Und ja, also. Das Game ist krass gefroht. Es ist schon, hin und her, das ist schon ein richtiges Hin und Her, Ja, ne? also die haben sich das gegenseitig zugeworfen, hätte ich jetzt Ja, gesagt. ist krass, das ist krass, ja. Ich meine, So, jetzt die kommt. Aktion ist halt auch nicht schlecht. Also ich meine, Fendrake cleart halt auch wieder die ganzen SCVs. Ich meine, jetzt müsstest du ja halt eigentlich als Terran, keine Ahnung, aber ich meine, eigentlich wäre doch irgendwie eine sinnvolle Aktion, jetzt einfach sich die dritte zu nehmen, sich da einfach hinzustellen, also sich einfach draufzustehen und einfach zu sagen, ja, so. Ja, true, natürlich. Gut, ich meine halt, das ist natürlich aus unserer Sicht, aber zum Beispiel Herold weiß ja nicht, dass Fenric eigentlich ziemlich am Ende ist, dadurch, dass er keine Basis gebaut hat, sondern Einheiten. Ja. Ja, jetzt muss er jetzt hier auch langsam vorsiegen. Aber gut, die Armee vom Zerg ist halt so riesig. Also, jetzt kommt es halt aufs Micro drauf an, ne? Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, die Armee ist insane riesig. Und ich frage mich, warum baut Fenrek gerade nicht nach? Will er auf die nächste Hedge gehen? Ich hätte an seiner Stelle jetzt einfach nochmal hier durchgedrückt. Weil es geht jetzt eigentlich darum, schnell Units zu haben. Einfach nochmal zwei Naja, gut, Roaches. aber ich meine, was soll er bauen? Zwei Roaches? Wobei, er kann sich nicht mal zwei Roaches leisten. Bro. Lol. Ja gut, Linge drin. Also irgendwas halt, ne? Irgendwas Banes dann schon mal. Er könnte ein paar Linge nochmal Banes. Ja. Oder er baut jetzt nochmal Banes, also irgendwas könnte er ja schon mit dem Geld machen. Aber ja, es sieht, also ich find's gerade richtig krass, ist, ich hätte jetzt auf jeden Fall gedacht, dass Fenrek das Game gewinnt gerade. Aber ich meine, wenn er jetzt weiter in die Tanks reinläuft, kann es nochmal anders aussehen. Aber ja gut, so wie es jetzt aussieht, ist schon besser für den Zerg. Aber ja gut. Lasst uns mal überraschen. Okay, tatsächlich, die Orbital Command ist down.
Also das ist jetzt wirklich all-in. Also ich meine, wenn das jetzt nicht funktioniert von Herold, dann... wirklich vorbei. Und er verliert das nächste Siege Tank. Ärgert, ich meine, der Tank hat so viel. Ich meine, er hat halt noch. Ja, wahrscheinlich eher, okay, durch die Queens. Ja, krass. Okay, also, Medivac, 9 HP. Krass. Okay, ich meine, wenn der Siege Tank down ist, dann ist es. Dann ist vorbei. Ja. Oh. Es ist vorbei. Krass. Krass gemacht von Fenric. Krass. GG. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön gespielt von Beide. Sehr, sehr schön. Ja, klar. Nee, also es ist eine knifflige Situation gewesen, weil wahrscheinlich hätte es Herold haben müssen. Eigentlich. Ne? So ist es. So ist Hätte er nicht angegriffen, das wäre seine Chance gewesen. Ja. Aber ja, krass. Trage ich jetzt schon das Score, den Score ein? Nee, ne? Nee. Oder doch? Ja, brauchst du nicht. Ja, hier an den Chat nochmal. Grüße von Xech soll ich gerade mal ausrichten. Lule. Ja, sehr schön. Ja. Ja, es ist halt krass, dass ich einmal ihn vertrete jetzt und einmal dich vertreten habe. Ja, hier muss ich nochmal hier für großes Danke an Sentry hier, der King einfach hier am Durchcasten und springt hier ein die ganze Zeit. Und nächstes Mal sind auf jeden Fall wieder Xech und ich da. Aber hier, ja, und Sentry auch am Mittwoch am Casten schon wieder. Ja. Dann natürlich meine Liga hier, die. Genau, und dann, das ist aber am Mittwoch und jetzt casten wir erstmal hier die spannende Liga und zwar Fenric gegen Herold, Part 2 und oben rechts gespawnt ist der blaue Terraner, zurzeit in keinem Team, es ist Herold. Perfekt, genau, und unten links, wir haben Fenric als violetten Zerg, ich meine roten Zerg, natürlich. Ja. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Er baut wieder 3 Drones. Ich sag, das ist wieder Gas First. Into Standard. Vielleicht wieder into Roach Push. Und ja, bei Herold auch nochmal. Gut gecallt. Early Scout, sehr Early Scout wieder. Schon sehr früher Scout. Also ja. Ich scoute ein SCV später, wobei das auch früh ist. Ja gut, aber ich meine halt um zu confirm, was Fenric so vorhat und ich meine Fenric hat ja auch immer... wobei du machst halt dann sowieso das, was du auch einen Scout später machen würdest, aber natürlich wenn du sagst, yo, ich find sicherer, ich lass mir mehr Zeit zum überlegen, ich weiß nicht, was kommt, alles easy, würde ich auch machen, das ist strong und ich meine Herold weiß, yo, da kann was kommen, cheeky, aber er sieht Hedge late, aber er geht nicht hoch, okay. Ich wäre nochmal hochgegangen. Es kann dieses Mal auch Early Roach sein. Aber ja, also ich meine, er scheint sich sicher zu sein und baut jetzt wieder High Ground. Wobei er sehr, sehr hinten High Ground CC baut. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter vorne gebaut. Damit es halt einfach nicht so weit fliegen muss. Ja, genau. Also das hat er ja beim letzten Mal halt auch gemacht, deswegen. Genau. Ja, ich meine, hey, wieso nicht? Ich glaube, das ist jetzt nicht spielentscheidend. Ja. Ich glaube, wenn er nicht die 10 SCVs an einem Zergling verliert, ich glaube, dann wäre ihm schon mal viel geholfen. Ja. Aber das wird er dieses Mal wahrscheinlich auch nicht. Okay, Factory haben wir. Genau, wir sehen hier die Fact. Ich denke mal wieder, es wird ein 30-Spiel kommen. So wie ich den guten Herold kenne. Und nee, wird's nicht. Es kommt nämlich sogar jetzt schon das zweite Gas. Das bedeutet, er wird. Ich würde einfach mal denken, auf Two Base All-In gehen. Was natürlich nicht sein muss, aber ich könnte schon auf 5 Racks tippen. Ich könnte schon tippen beim guten Herold. Dass er hier jetzt mal schnelles Game hier, dass er noch Puffer hat. Jo, ich will das gewinnen. Schnell, zack, zack, und dann nächstes Game nochmal durchziehen. So kann ich mir das vorstellen.
Jetzt muss man natürlich gucken, spielt Fenrek 3 Base, wenn er jetzt die dritte sieht, ist alles fein. Da muss er halt später nochmal gucken, baut Fenrek Worker. Weil wenn Fenrek keine Worker baut, wie letztes Mal, da kommt halt wieder ein Roach Push. Aber wenn du halt 2-3 Worker siehst, dann ist alles easy. Aber gut, okay. Okay, Reaper wird jetzt Reaper eingesackt. Er ist down. Bisschen unlucky. Geht dieses Mal nicht auf Aliens, sondern auf Marines. Okay. Ja, Siege Check jetzt im Bau. Genau. 3 Marines hat er schon. 2 weitere sind gerade im Bau. Gleich dann, ja, gibt's wahrscheinlich wieder ein paar Medivacs. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was hat er da gecancelt für einen Roach Warren? Oh. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber Fenrek geht auf Roach Warren. Ja, das war klar, dass er geht schon wieder drauf. Das Ding ist halt, er wird jetzt keine Worker mehr bauen. Ja, und der Reaper ist verloren. Das bedeutet, Herold sieht nicht, dass Fenrek wieder das gleiche vorhat. Ja, aber ich meine, jetzt, das sieht ja tatsächlich eher nach einem Two-Base All-In aus. Weil müsste dann nicht irgendwie noch ein paar Racks oder. Ah, oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben Starport mit einem Tech Lab. Ja, ah, okay, nee, es wird Banshee. Oder. Wait. Wait, warte. Was passiert hier? Verwirrt, okay. Die eine eBay ist klar wegen Two Bays. Da baut man immer eine eBay. Jetzt sollte eigentlich das Gas kommen. Herold, erklären Sie sich. Herold, erklär mal, please. Ich glaube einfach, die Rex sind ein bisschen delayed, die hat er vorgebaut. Er spielt quasi jetzt 3 Rex, das bedeutet, er fliegt jetzt beide Rex hier dran, baut Stim Combat und geht dann mit einem Push rüber, mit einem Plus One Push. Sollte jetzt eigentlich, glaube ich, unten das Gas langsam bauen. Ansonsten sieht solid aus. Ja, gut, die Rex delayed. Und hier sehen wir jetzt, das 5 Base All In ist am. Das 5 Base, das 2 Base All In ist auch. Why not? Ja. 5 Base? Ja, naja, aber das ist, ja genau, also deswegen dadurch, dass der Fenrek anscheinend wieder genau das gleiche macht wie vorher, ja, ist es ja eigentlich nur gut für Herold eigentlich. Ja. Also ich meine, nee, besonders wenn Fenrek einfach reinläuft. Ja. Nee, ich habe aus Versehen 5 Rex gesagt, ich wollte eigentlich 5 Rex sagen. 5 Rex. Da habe ich aus Versehen All-In gesagt, keine Ahnung. Aber ich meine natürlich, das halt 2-Base All-In. Passiert den Besten. Danke. Nee, das sagt auch Goldfinger manchmal, also es passiert den Besten. Ja, gut, okay, wenn Goldfinger das sagt, ja gut, dann muss ich schon. Gucken, na gut, der Push sieht extrem riesig aus, wenn man auf Supply guckt, krank. Ja gut, aber und, ich meine, das was halt von Terran halt steht, ist halt auch gut. Ja. Na gut, ich muss sagen, gegen ist halt 5 Racks aber die... das Beste. Ja, ja klar, aber halt das Supply Depot hätte halt schon wieder unten sein können eigentlich. Ja. Sein müssen. So ist es. Wow, die Marines wären fast in die Biles reingelaufen. Okay, ja. Aber ich meine, was haben wir jetzt halt? Ja, gut, jetzt ist halt Herold extrem supply-blocked. Ja. Seine ganze schöne Production, die er sich halt aufgebaut hat, bringt ihm jetzt halt nichts. Ja. Er hat gerade traurigerweise Mule gedroppt, anstatt Depot zu droppen. Vielleicht jetzt, ich hoffe, dass er jetzt mal Depot droppt. Oder halt mal. Den Tanks targeten, ja, gut. Ich meine, hier Fenrek ist jetzt auch von innen. Er drückt halt gerade noch mehr durch. Er braucht gar keine Worker. Er muss damit. Er muss, ja. Sonst ist er gut. Aber so wie es gerade aussieht, ist halt schon bad. Okay, da sind nicht so viele gestorben, tatsächlich, wie ich gerade dachte. Nur irgendwie 2 und ein Mule oder so. Jetzt kommen halt natürlich schon Medivacs halt raus, das ist halt ziemlich gut. Jetzt haben wir halt schon wieder 3 Tanks, vierter ist halt wieder in Bau. Ich meine, halt jetzt funktionierte die Production von Herold wieder. Ja. Und Fenrek hat halt immer noch, wie viel sind das, 6 Worker weniger als Herold. Von daher, wenn er ihn jetzt nicht umbringt, würde ich sagen, hat Fenrek nicht mehr so gute Chancen. Schön geballt, das macht er ganz gut. Also Fenrek ist mit den Biles wirklich gut dabei. Das ist true, ja. Ja, aber das kann wahrscheinlich Fenrek nicht brechen. Währenddessen ist halt Medivac halt auf dem Weg. Fenrek ist auch voll in, also ich würde mal denken, dass der gute Herold diese Map holt. Ja.
So wie es gerade aussieht. Denke ich mir auch, der Drop hittet jetzt in der Natural. Okay, da stehen sogar Linge bereit. Oh, sehr schön. Gut gemacht. Ja, gut, aber es sind halt auch nur Linge jetzt. Und die, das gehört noch zum All-In. Das sind nur Ja. Linge. Und so Ja, wenige ja. Linge. So. Ich meine, jetzt fängt er an zu dronen, aber. Ich Ja. meine, ja. Allerdings, ich meine halt, Fenric hat halt auch wieder einige Overmans. Von daher kann er sich da Ja, das ist wahrscheinlich wieder halt. relativ schnell auf Ja, einen das guten ist. Drone-Code, Wenn er die Drone-Account aufgeben holen. würde, wäre es halt huge für ihn. Wenn Ja. generell auch. Er gibt die halt meist nicht aus, das ist ein bisschen blöd, aber. Ja, eben, also die Frage ist auch manchmal, okay, er hätte sogar 12 Aber es Larven, jetzt heilt 15 so Larven. gut. Ja. Aber jetzt ist er nicht auch dort. Jetzt halt natürlich auch das Problem, dass halt Herold gleich angreifen möchte. Und zwar jetzt, ja. Und Er das denkt ist halt jetzt so, schon eine yo, riesige warum Armee. ist der Creep so krass? Aber der Creep ist nur auf der einen Seite so. Ja. Ich wäre jetzt natürlich, fände ich es am geilsten, wenn er in der Mitte pushen würde, dann off Creep ist direkt win, aber. Ja, man sieht auch nichts in der Production. Ein Ling oder ein Bei fände ich geil. Wird auch kommen. Wird jetzt Also wenn wahrscheinlich auch kommen, ja. Herold Zeit lässt, wäre krank. Er kommt rein. Ey, komm. Er kommt rein, er Digga. kommt rein. Okay, er kommt auch wirklich in die Main Base. Oh mein Alter Schwede. Gott. Ja gut, dann das ist halt quasi die gleiche Situation wie vorher, also wie im vorherigen Match. Nur halt Ja. wahrscheinlich für eine Auf jeden deutlich Fall. bessere Ausgangslage für Herold. Einfach weil Ja. die Armee halt wirklich unheimlich stark ist. Ja, das Ding ist halt, Herold ist halt auch auf All-In wegen Two-Base. Hätte jetzt, Ja. wenn man das sieht, direkt auf 3 CC gehen, einfach chillen, turteln. Und dann kannst du auch auf 8 Rex gehen, aber 5 Rex ist halt nicht das geilste gegen Roach. Ja. Weil du spielst halt bei 5 Rex, soweit ich weiß, eigentlich auch nur Marines. Aber gut. Ja gut, okay, wir sehen jetzt den Push. Oh, jetzt haben wir sogar auch Liberator. Ja, Mal aber es ist sehen, ob natürlich. die irgendwann. Ich meine, Herold hat 2 SCVs, ein SCV. Ja. Aber wobei, ich glaube sogar. Also Oh, gut, die okay. ganze Armee von Fenric ist Also. einfach geplatzt. GG. Einfach so. GG. Ja, das. Krass. Ja. Ich meine, jetzt, wo sind die Liberator? Achso, die Liberator stehen jetzt halt da vorne. Weil theoretisch kannst du ja jetzt ja auch einfach mit Liberatoren deine Basen verteidigen. Ja. Aber ja, braucht er wahrscheinlich gar nicht. Er kann einfach hochlaufen, ihn einfach killen. Oh, die Tanks könnte man vielleicht noch mal ein bisschen retten. Aber wenn die jetzt die Tanks gesieged sind, was will er dann noch machen? Ja, GG. Ja, krass. Okay. Nice. Ayo wieder mit dem XD. Warum schreiben sie nicht immer XD, Ayo? Das wollte ich dich mal fragen. Ajur. Lul. XD. XD, 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 XD. Ah, Keine krass. Ahnung, XD. Perfekt. So, ja, okay, dann können wir mal in das dritte Game starten, denke Ah, ich. oh, sorry, ja. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, krass, was sie sich da halt so abliefern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt mal vielleicht hier einen Cheese raushaut oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, mal schauen. Okay, dann oben links in auf jeden Fall rot. Es ist Fenric, der Zerg-Spieler. Ja, unten rechts haben wir hier den gelben Terran, das ist der Herold. Easy peasy. Nice. Let's go. So. Ja, mal gucken, Dann ob würde wir ich hier wahrscheinlich von hier Herold vielleicht den versuchen. Goldfinger Rush sehen. Der soll ganz gut in GM sein. Ja. Ja, Oder das wäre ja ja. sogar eigentlich echt mal cool, wenn wir den einfach mal sehen würden, wie da halt mal jemand richtig durchzieht. Ah shit, ich habe jetzt meine Games schon gemacht. Ich hätte ihn eigentlich spielen sollen. Ja, ich meine, also man kann bestimmt damit, wenn der Gegner es nicht sieht, aber wenn du halt, ich sag mal, gutes Micro hast.
Keine Ja, Ahnung, ich meine, why not? wieso nicht? Ja. Why not? Das kann immer True. irgendwie funktionieren. So ist es. Ja, gut, was sehen wir? Wir sehen normal, dieses Mal wieder das gleiche, dasselbe Opening von Fenric und hier dasselbe nochmal hier von Herold bis jetzt. Normal, wir sehen den SCV-Scout schon wieder so früh, was ich gut finde. Und wird halt jetzt wieder die Hedge sehen, die ein bisschen delayed ist. Ja. Ja. Ja, Er genau. wird sich wahrscheinlich genau dasselbe denken, genau dasselbe tun. Ja. Was ich mich jetzt frage, wer kommt eigentlich von euch zum HSC? Schreibt das mal in den Chat. Das interessiert mich jetzt. Wer Der ist kommt ja nicht mehr überhaupt? weit entfernt, ne? Nee, nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Was ist HSC? Der Home Story Cup in Krefeld. Der Home Story Cup, genau. Da, ja, es ist eigentlich, ist das, was ist denn das eigentlich für ein Turnier? Ist In 12 Tagen schon sogar. ja, krass, ja. Ist das Major oder Prime? Warte, wir sehen uns in 12 Tagen, krass. Ja, krass. Alter, wie geil. Ey, Ganz endlich im Chat Sentry für sehen. HSC. Wenn ich Nice, oh Sentry Gott. sehe, das wäre so krass. Eieiei. Oh mein Gott. Eins in den Chat für HSC. Okay, dann haut mal raus. Ja, hier. Wow, Xung. Wow. Hier, Nein, komm, natürlich hier. ich mach da Ja, wirklich eine 1, hier, komm, ja. 1, 1, 1. 1, Drö. So, 12, ey, ach, hallo, Ayu. Ayu, du hast den Chat versaut. Wir müssen nochmal neu anfangen. Direkt, Wir müssen direkt, nochmal bam. neu anfangen. So, zack. So, ja, sehr gut. Sentry muss auch nochmal einmal 1 reinschreiben. Okay, ich mach das Einmal 1 für setzen dich. wir uns dann. Perfekt. Sehr schön, okay, jetzt. Okay, so, okay. Ja, wir sehen hier die Hedge wieder von Frederick normal. Wir sehen hier nicht 3CC. Moment. Ja. Ist ja schon wieder. Warte mal, das ist doch eigentlich genau dasselbe Opening wie im letzten Match, ne? Von Herold. Ich meine, jetzt hier Er hat Techlev. gesagt, yo. Er hat gesagt, yo. Letztes Match habe ich gewonnen. Ja, mache ich nochmal. Ja. Ansonsten. Sieht alles chillig aus. Was ist der Home Story Cup werden? Da geschieht. Ich meine, ja, da werden bestimmt auch Geschichten aus dem Becher erzählt. Das ist auf jeden Fall so. Aber vor allen Dingen battlen sich da halt natürlich auch wieder unsere Pro-Gamer gegeneinander. Ich meine, da sind ja eigentlich, glaube ich, alle vertreten, oder? Rayna, Cyril, keine Ahnung, Ja. mehr muss man eigentlich nicht aufzählen. Also ich weiß nicht, kennst du Rain oder Cyril? Leon 513A. Lul. Lul. Okay. Wait, wie sollen wir denn cyclen? Eiklen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich meine, Okay. keine Ahnung, Overlords clearen, aber das macht er halt noch nicht mal. Ich kenne Semmel. Ja, okay. Er kennt Okay. anscheinend nicht Cyril, okay. Nee. Ja gut, dann lassen wir das lieber mal. Ja, aber du siehst hier, StarCraft kennst du hoffentlich hier, das Spiel. Aber egal. Okay, also. Genau, das meine ich nämlich, erklärt jetzt den Overlord. Das könnten zwar auch die Marines machen. Stimmt eigentlich Aber. eine gute Anpassung. Ich meine, das hat der Fenric ja auch die gesamte Zeit gemacht, ne? Sein Overlord Scouting wäre schon ziemlich aggressiv und schon ziemlich gut. Ja. Was natürlich auch Spore? nice Ah, könnte. deswegen. Yeah, ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum baut Fenric Spores? Weil er halt natürlich halt da gesehen hat, dass er einem Starport das Tech Lab gebaut wurde. Ja, was ich krass finde. Das war ein Fake. Was ich krass Ja, finde. das war ein Fake. Das ist geil, aber was ich halt krank finde, ist halt, ich glaube, Herold macht das mit dem Cyclen. Einfach, dass Fenric denkt, yo, er spielt Battlemech, aber Fenric hat halt jetzt die Rags gesehen. Und dann ist er jetzt vorbei. Also, so könnte ich es mir vorstellen, weil, warum Ja. Cyclen? Ich meine, Cyclen ist halt. Ein Cyclen bringt halt nicht so mäßig. Ja. Ja, klar, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass Fenric jetzt halt schon ein paar Spores gebaut hat, die halt erstmal absolut nichts bringen. Weil ich meine, das ist ja eigentlich ein Two-Base All-In. Ja. Und Ja, das ist schon mal verschwendetes Geld. ja. Also ich meine nicht nur verschwendetes Geld, sondern er geht ja wahrscheinlich auch von falschen Tatsachen aus. Du. Also er hat halt, also ich.
Ich würde jetzt behaupten, Fenric weiß vielleicht gar nicht um die Bedrohung. Oh, schau mal, Sindri, der Spire, da hast du doch bestimmt schlechte Erinnerungen bei der Uhrzeit. Lul. Vielleicht. Nee, aber der Spire generell gegen Two Base All In und dann gegen so viele Marines, okay, 5-Rank Marines, um die Uhrzeit zu setzen und dann Mutas zu spammen, ist nie Ja, gut. Also, kenne Two ich, Base kenne ich. Mutter, okay, aber. Falsche Tatsachen. Ja, natürlich gibt es falsche Tatsachen. Natürlich gibt's das. Was Tatsache gibt's denn? ist, wir haben ein Tech Lab gesehen an einem Starport, aber es ist falsch, weil das stimmt ja nämlich eigentlich gar nicht im Nachhinein. Das ist eine falsche Tatsache. No. Ich Ja, gehe jetzt jetzt, können also sie durch den Riesen Fenric geht pushen. von einem ganz normalen Game aus, Nee, so mit aber man schönen darf. Mutas und so. Ah, gut, da sind die Mitte weg. Ja, sorry. Ja, nee, alles gut. Und jetzt kommt halt einfach ein Push. Und Herold hat halt einfach mal, naja, okay, jetzt nur noch 12 Army Supply mehr. Aber wir haben halt keine Banes, kein Bane Speed, kein gar nichts. Keine Mutas. Production jetzt 13 Banes tatsächlich sind auf dem Weg, aber es gibt halt natürlich Herold sehr viel Zeit, um sich halt aufzustellen. Mal sehen, was da Oh so mein wird. Gott, Einige Slow Vayne! Banes. Er hat noch nicht mal das Upgrade angefangen. Nee, das ist halt so das Problem. Das meine ich ja auch. Slow Banes gegen Oh, jetzt der so einen Runway, der Push. Runway. Oh, cool. Er kommt dieses Mal aber tatsächlich nicht rein. Also jetzt hat Herod daraus gelernt. Oh. Ah, und dieser Bane-Klumpen stirbt, ohne nennenswert Damage zu machen, würde ich sagen. Wie heißt die Mod eigentlich nochmal von den, dass du unten halt siehst, wo wer hinschaut auf der Minimap? Oh. Oder ist das, ich weiß gar nicht, wie war das, in welcher Mod war das nochmal? Es ist nicht einfach die, womit ihr immer die Maps aufmachen müsst. Ah, WTL. Ah, true, true. Ah, okay. Ah, das Ups. ist dann das. Lol. Ah, gut, okay. Yeah. Ja, also, ich meine, er pusht und pusht. Und das ist das, ja, das reicht halt aus, ne? Ja, dicke. Also ich meine, Herold hat jetzt fast das doppelte Supply. Weil, ja. Nimmt jetzt halt die dritte raus. Und ich glaube, wir haben immer noch keinen Bane Speed, oder? Nee. Nee, das ist noch nicht mal angedrückt. Ja. Krass. Die Mutter ist fast schon in den Tod geschickt. Also sie sind halt nicht mehr so wirklich am Leben. Können vielleicht nochmal hier und da Stress machen, aber ich meine, Herold Split ist aber auch wirklich gut. Yo. Ja. Ist das ein bisschen BM oder ist das GG? Naja, ich glaube, das wäre so ein Yo. Das war's Okay, wohl für okay. mich. GG. Ja, krass. Also hat wirklich stark angefangen von Fenric. Aber hat dann am Ende leider nicht ganz gereicht. Aber ja, Ja. gut für Herold, würde ich sagen. Hat Herold gut ausgespielt. So, jetzt muss ich mal hoffen, dass das jetzt hier funktioniert. Mit dem Oh, Overlay. ja. Sieht okay aus. Ja, perfekt. So. Hat geklappt. So. Wait, was bin ich? Ah, perfekt, du hast noch. Ah, okay. Ja, Ja, gut, was, was? nee, alles gut. Ich dachte, du hättest schon eingeladen. Gut, okay, wir Ah, sehen so. hier jetzt. Grubu war ja zurzeit Erster, ne? Ja, also. Ja. Ich würde mal denken, dass das auch so bleiben wird, weil ich sehe ihn in der Gruppe tatsächlich als einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste, der halt, glaube ich, auch am häufigsten spielt. Wobei Fenrir spielt auch am. Ja, muss man halt gucken. Fenrir spielt halt auch häufig, aber Herold spielt halt einfach so wenig. Und Ja. vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Vor einem Jahr hätte ich Herold ganz oben gesehen. Auf jeden Fall. Ja, nee, stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, stimmt schon. Grubenhubert ist gerade extrem aktiv.
Und ich meine Ja. halt Nations League zum Beispiel, ich meine, er sah auch wirklich ziemlich gut aus, außer halt vielleicht gegen Ja. Tor All-Ins, aber das kann halt, das kann halt passieren, das ist ja auch fies, Ja, gut, das ist sowas. normal, ja. Aber ansonsten, also er macht das halt immer ziemlich gut. Ja, und ich meine, True. ja klar, Fenric hat halt jetzt seine Series verloren, deswegen, ja, kann ja fast eigentlich nur Grubenhubert weiterhin in Führung bleiben. Ja, Fast. ja. Aber, ja. Na gut, ich meine, dann können wir ja mal zur nächsten Series übergehen. Das können wir auf Mint jeden Fall Crystal machen. gegen De Schwarz. Ja, let's So go. haben wir das denn jetzt hier. Ja, die sind halt ein bisschen merkwürdig benannt teilweise. Eieiei. Ja, gut. Das ist easy. So, Frage in den Chat, soll ich eigentlich irgendwie eine Wette eröffnen oder so? Oh, Sind true. wir jetzt genügend, dass wir so etwas machen können? Ja, why not, oder? Ich meine, man kann es ja schon mal. Jetzt muss ich aber nebenbei eine Wette eröffnen. Ich glaube so. Achso, wait, das kann ich doch auch, oder? Ich habe das aber noch nie gemacht. Wow, was geht hier ab? Wow, In dem Quiz. das Starcraft musst du mir Musik erstmal geht durchlesen. immer. Ich kann Ja, nicht okay. spielen ohne. Oh mein Gott. Mint Christen, nice. Oh, sehr schön. Ja. Bald kommt der Film. Bald kommt der Film. Na gut, mache ich jetzt Wait, mal wait, wait, ganz wait, wait, kurz. wait, wait, wait. Ja, soll ich jetzt? Soll ich nicht? Nee, kannst du machen, ja, Ja, why okay, not? perfekt. Okay, dann haben wir unten links dieses Mal mit den richtigen Farben von Berserker eSport. Es ist das Schwarz. Ja, oben rechts sehen wir hier den Terraner, der jetzt sogar cheesen wird. Cheesen! Cheesen! Und zwar ist es hier der gute alte Mint Crystal. Und ich sag, Perfekt. wir sehen ein Proxy Marauder. Wie. Oh, hä? Warte, was? Wait, what? Warum baut er eine Rex auf seinem. Hä? Also, ich meine, er baut eine Rex in seiner Main Base. Aber er baut halt. Hä? Keine Ahnung, Reaper? Ja, er wird wahrscheinlich dann Reaper spielen. Ich dachte, er macht meinen Move und spielt einfach auf Altitude und Cheese und zwar Proxy Marauder. Aber gut, das ist halt. Keine Ahnung. Ja. Ich meine, ich hätte jetzt eigentlich auch tatsächlich getippt, Ey, anhand jetzt ist des es auf Movements jeden Fall etc., dass es Reaper. ein. Jetzt ist es auf jeden Fall Reaper. Ja. Oder Way. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist sie Ich meine, einfach das nur könnte so man da. auch, keine Ahnung. Also. Keine Ahnung, gibt es irgendwelche verrückten Stim-Timings oder so? Ja. Ah, oh, nicht schreiben, Leute. Das ist wichtig. Das hat Maralekos schon mal gesagt. Lul. Egal, guckt euch nicht das Spiel gegen Lee Complete an. Lol. Egal. Okay, wir sehen sogar ein Marine sehen wir. Ja. Oh, die Pro. Sogar Probe ist Okay. down gegangen. Krass. Jetzt denkt natürlich hier die Schwarz, yo, easy, easy, easy. Alles chillig. Alles Aber im ich hab Pro. gesagt, ja, okay, Proxy Marauder, doch, ja, okay. Oh. Oh, das Okay, ist jetzt wollt ihr noch böse. einen ganzen Roman schreiben? Nein, alles gut, okay. Wir sehen jetzt hier genau zwei Tech Labs. Wir werden kein Gas mehr sehen, wegen Proxy Marauder. Ja, er macht sich schon mal ready fürs Makro und falls er verkackt, aber ich glaube, das wird relativ all-in werden. Und ja, Ja, gut. ich glaube auch. Ich meine halt, keine Ahnung, OC wird ja halt nicht mehr gebaut, also nicht mal das Orbital Command. Ja. Oh, Von ah, Marauder. daher, Ja. von Mint Crystal ist es auf jeden Fall extrem all-in. Der erste Marauder ist halt jetzt schon fast draußen. Also wenn er jetzt mit dem Adept drüber geht, das ist schon sehr, sehr blöd für den Protoss. Und ich meine, das war halt auch einfach so richtig gemein. Also ich meine, ich kenne die Situation ja auch, ne? Wenn du halt so ein bisschen rumblödelst, wenn du so ein bisschen rumchattest oder so, dann guckst du nach oben, dann wirkt das alles ganz okay und dann so boom. Vor allem, ich meine, er sieht halt nicht mal, dass der Marine einfach mal so lang geht. Das finde ich aber richtig krank, diese Taktik. Mit den Marines, das fühle ich, das finde ich huge. Das ist absolut Ja. krass. Das habe ich noch nie geschafft. Wobei ich generell nicht cheese. Aber ganz selten packe ich mal, keine Ahnung, Proxy Marauder in der Series aus. Und Ja. dann spiele ich halt auch nur Proxy Marauder und dann nichts in meiner Mainbase. Aber ja, Ja, klar, vielleicht natürlich. Mal kann man das halt ist machen. 5 Das ist Sekunden korrekt. delayed, aber das ist halt auf jeden Ja. Fall. Also er muss halt jetzt was machen. Ja, hier kommen jetzt noch drei Marines und Ja, Mint Crystal tatsächlich verliert aber hinten auch quasi alles. True. Genauso wie das Schwarz eigentlich vorne. Oh.
Overcharge. Ja, ich glaube, hätte er wahrscheinlich ein bisschen warten müssen. Leider, jetzt sind halt tatsächlich so viele Probes einfach down gegangen. Ja. Okay. Den Marauder vielleicht noch Fokus feiern. Okay, es ist noch ein Stalker rausgekommen. Soweit so gut. Hinten drin gibt es eigentlich kaum mehr irgendwelche. Oh, SCVs. Er muss hoch. Ja, ja. Ich kann noch einladen. Yes, wie ist einladen? Jetzt. Ist wichtig. Macht er immer noch nicht. Ja. Ganz gutes Micro, das. Geil. Kam ein bisschen zu spät. Ja, Sentry, ja. Ja, okay. Der war absolut kack. Egal. Ja, gut, beides war halt low jetzt. Ja. Ja, gut. Ja, die Shield Battery wurde halt nochmal rausgenommen. Oh, hier chillt aber rechts nochmal ein Radar und ein Marine. Oh Gott, echt? Ach da, ja. oh, okay. Recall kommt. Ah, währenddessen hier die Probes könnten wahrscheinlich auch einfach nicht mehr Gas meinen, ja, sondern vielleicht ein bisschen mehr Minerals meinen. Das hat der ja. Protoss gehalten. Ja, und damit hat das eigentlich der Protoss ganz gut gehalten. Ja. Minkris hat absolut nichts mehr. Also ja, wirklich gut. Absolut. Ja, genau, ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt halt deine Shield Battery und das ist jetzt einfach vorbei. So ist es. Komm schon. Ja, hier, komm. Mach den Marine tot. Oh, jetzt, wenn ein Stalker rein. Ja, okay, GG. Ja. Ich meine, besonders, wir haben ja jetzt sogar nochmal einmal Overcharge. Komm, kill den Low Marine. Nein. Ja, danke. Okay. GG. Da kommt das GG. Das war ein schnelles Match. Ja, auf jeden Fall. Das kennen wir gar nicht gerade so. Das kennen wir gar nicht, ne. Wir hatten jetzt hier drei längere Games. Und jetzt einfach mal so ein richtig schnelles rausgehauen. Krass. True. Ja. Okay. Ja. War ein guter Attempt. Sehr hätte gut klappen können. Hast du eigentlich Wetter aufgemacht oder? Nee, wait, da mach ich jetzt, aber ich hab das noch nie gemacht, warte, du musst mir das mal zeigen, warte. Du kannst unten auf Mod-Ansicht machen, also rechtsklick, also keine Ahnung, mach einfach rechtsklick, nee, nein, ich, mach einfach, ich, keine Ahnung, klick auf Mod-Ansicht und dann bin ich. Kannst du links in der Leiste, kannst du da einfach irgendwo vorhersagen. Da wo diese Plusse sind oder irgendwie dieses, keine Ahnung. Vorher sagen, ich hab's, zack. Ja, okay, perfekt. Und da kannst du einfach Dinge eintragen. Okay, warte, jetzt muss ich selber gucken. Zack. Gut, dass wir das mit einem Bias machen. Also im Sinne von, dass er jetzt ja schon einer ein Match up ist. Ja, true. Kannst ja auf, keine Ahnung, 2 Minuten machen oder so. Ja, ich muss das hier noch. Warte. Also ich gehe jetzt gerade auf Vorhersagen, okay, und dann, ja. Okay, jetzt steht noch aber Marek gegen irgendeinen anderen, warte. Ja, ist egal, kannst einfach Vorhersage starten, also das wird dann einfach. Echt jetzt? Ja, kannst einfach, drück einfach Vorhersage starten und dann kommt halt so ein Auswahlfenster. Okay. Vorhersage benennen, wie soll ich benennen? Ja, halt, also hier, wer gewinnt die Series, kannst du ja oben einfach anklicken und dann kannst du einfach sagen, true. Die Schwarz gegen Mint Crystal. Die Schwarz gegen Mint. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich es hier richtig schreibe. So, okay. 5 Minuten, wie viele Minuten meinst du? 2 höchstens. 5 Minuten Cover? 5 Minuten, ich glaube, dann ist das Spiel vorbei. Ja. Also die Series. Da, zack. So muss das. Und dann gehen wir auf. Ich mach mal. Okay, 2 Minuten. Zack. Okay. Los geht's. Easy peasy. Let's go. Okay, let's go. Ja, yeah, ich hab dir Invite geschickt. Genau. Okay, soll ich jetzt. Ja. Passt schon. Ich starte einfach mal. So.
Ayu einfach mal mit 10 Punkten auf das Schwarz gesetzt. Easy peasy. Okay, warte, ich muss Nice. auch wetten, ich muss auch wetten. Auf wen soll ich wetten? Ja, dann muss ich Auf das den ja Terraner, auflösen, komm. aber ist egal. Terraner, Terraner, Terraner. Perfekt, einfach auf den Terraner. Oder? 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 Ja, Oder? klar. Muss doch wohl auf den Okay, Terraner komm, wetten. Terraner. Komm, Terraner. 3000. Zack. Easy Zack. peasy. Sehr Zack, schön. okay, perfekt. Hast du gut gemacht. So muss das. So, und jetzt, genau, kann ich ja mal hier ankündigen, ne? Oh, ich muss ja Szene wechseln. Hier, guck mal, Szene wechseln. Wow, super. So, okay, oben rechts, wir haben in Rot unseren Deschwatz von den Berserkern. So, okay, ja genau, wir haben nämlich unten links haben wir den guten Terraner, der schon wieder, ich fühle es, der schon wieder das gleiche vorhat. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut. Trifft meinen Geschmack. Es ist Mint Crystal. Oh. Okay, mal sehen, wie es dieses Mal abläuft. Ich meine, ja, nee, ist sogar tatsächlich eigentlich genau gleich, ne? Ja, auf jeden Fall. Das fühle ich, dass wieder so, dass da wieder so ein Game kommt. Ja, also ich fühle den Style halt, ne? Weißt du, der Thorsten denkt, yo, okay, easy Makro, Terran spielt Makro, alles easy, sieht gut aus, ich brauche keine Batteries, nichts, alles dies, das. Und dann kommt halt einfach dieser ehrenlose Proxy-Zone eben dran mit Ja. Marauder. Das ist halt auf jeden Fall Wobei man halt nice. natürlich auch sagen kann, Schwarz ist ja halt in die Mainbase gegangen. Hätte er halt nachgezählt, wie viele SCVs wir da gerade haben. Vielleicht hätte er sich dann halt Ja. gedacht, Moment mal, das sieht doch irgendwie ein bisschen komisch aus. Vielleicht bauen wir mal etwas defensiver. Aber tatsächlich, ich glaube, davon ist noch tatsächlich immer noch keine Spur tatsächlich. Also kein Berserker wird gebaut, kein Ja. gar nichts. True, true. Währenddessen wir tatsächlich genau die gleiche Build-Order haben. Er ist schon in dem Team, dann sollte er auch einen Berserker bauen. So, wenn er schon Eigentlich im Team schon, ne? Berserker ist. So, Eigentlich. also das geht sonst nicht. Wenn du im Team Berserker Eigentlich. bist, dann musst du einen Berserker bauen. Aber gut. Ja. Finde ich aber gut, dass er es nochmal macht, weil der Thorsten denkt so, yo, okay, der hat seine Lektion gelernt. Jetzt sie. Okay, du denkst du schon weg. Dann sagt er so, jo, okay, jetzt spielt er wahrscheinlich Makro, er hat seine Lektion gelernt. Aber, Ja. ja gut, jetzt sehen wir komischerweise hinten Techlab und vorne Marine. Oder nee, auch. Nee, wir haben drei Techlabs. Okay, okay, Okay. 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 Aber ich meine, keine Ahnung. Ja, also jetzt wurde ja auch der Marine gefunden, aber jetzt müsste man halt sagen, also spätestens jetzt würde ich mir halt denken, was zur Hölle hat eigentlich Mancrystal vor, So, jetzt ne? sollte er den Pylon clearen unten und direkt hoch, weil er darf sich nicht zu lange unten aufhalten. Das ist jetzt ganz Ja. wichtig. Pylon clearen und go. Pylon clearen, Tatsächlich go. hat da schon ist die Shield Battery einfach halt down gegangen. Ja. Der Depp kommt dieses Mal nicht in die Main Base. Oben wird schon der erste Stalker rausgenommen einfach. Shield Batteries werden gebaut. Also sind halt Ja. unheimlich viele Sonden, die da halt schon ganz gut defenden können. Die werden aber wieder weggezogen und keine Ahnung, die Marauder können einfach wieder weiter Damage machen. Ja, also ich würde sagen, das Game sieht ganz gut für den Terran aus, ne? Aber die Schildbatterie finde ich, wenn ihr die jetzt killt, dann ist wirklich gut. Ja. Die muss ja killen, aber gut. Ja, schwierig. Aber gut, sie verliert jetzt auch ein Schild. Ja. Also an Power, sage ich mal. Ja. Also das war schon wirklich sehr viel Energie. Ich meine, halt jetzt, letzten Endes kann er ja unten einfach Okay, Basecan, Worker aber ist ja, Elite. sollte er wahrscheinlich, aber Ja. ja, muss er eigentlich, Worker ist muss er jetzt Elite, eigentlich ja. drauf. Ja. Ich meine, so ein Worker-Pull würde ich jetzt eigentlich fühlen, oder? Auf jeden Fall true eigentlich, ja. Worker Pull wäre schon sehr strong. Das wäre schon sehr gut eigentlich. Das stimmt doch so recht. Aber ich meine, selbst so sollte er gewinnen. Aber natürlich, Worker Pull wäre natürlich nochmal Ja. viel besser. Auf jeden Fall. Okay. Ja, ich meine, die meisten Marauder sind ja eigentlich. Ah, nicht unbedingt so ein schönes Fokusfeuer von der Schwarz leider.
Da hätte er jetzt einige Marauder mehr rausnehmen können. Auch jetzt, er könnte ja einfach halt hier einen Marauder rausnehmen. Ja, jetzt CV Prevail. Aber er kann das. Ja, er kann das dann tatsächlich doch noch halten. Ja, erst jetzt sind beide Shield Batteries im Prinzip depleted. Ja. Das heißt halt ja. Mit einem Worker Pull, glaube ich, wäre das sogar was geworden, Worker aber Pull. So. Worker Pull, Worker Pull. Ah, jetzt kommt der halt Worker Pull. viel. Ja. Viel zu spät. Ich meine, wie viel haben wir noch in der Production? Also hier ist halt auch relativ viel in der Schleife halt drin. Da sind wirklich viele Einheiten noch in der Schleife gewesen. Ein bisschen. Boah, jetzt gleich sogar Blink fertig, krank. Und der ist auf aber Tourist, nicht unbedingt so viele Einheiten, ne? Das ich meine, wir haben jetzt halt irgendwie 4 Stalker gegen 5 Marauder und 4 Marines. Mit diesen ganzen Workern. Geh Supply Depot, weiß ich nicht. Ich meine, er findet ja sowieso Supply, also. Ja, eben. Also, er hätte theoretisch auch einfach Worker umbringen können, oder? Ja. Jetzt mal im Ernst, er hätte auch wahrscheinlich ein paar Worker noch umbringen können. Aber gut. Ja. Okay, bitte. Okay, Shield Battery Overcharge wurde wieder sofort gezündet. Das regelt halt, das ist halt. Ja. Geh zurück, geh zurück. Ah, er muss zurück. Overcharge ist OP, da darfst du nicht rein. Ja. Jetzt kannst du rein. Jetzt kann der aber wieder reinkommen. Aber ganz schönes Focus-Fire eigentlich tatsächlich. Also, dass nicht einfach nur A-Move gemacht wurde von Schwarz. Ja. Er geht halt sofort auf die Kampfeinheiten von Min Crystal. Blink ist fertig, blinkt sogar zur Shield Battery. Und damit ist merkwürdigerweise selbst das auch wahrscheinlich ein Hold. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ich meine, jetzt kann er diesen. Blinkt den Stalker weg? Oh. Ja. 1G, okay, GG. Damit verlässt Min Crystal mit einem G das Match. Ja, krass. Obwohl eigentlich, also es ist halt krass, also ich meine, das Schwarze ist eigentlich beide Male eigentlich darauf reingefallen. Ja. Aber er hat es trotzdem verteidigen können. Kannst du gerade die Vorhersage dingsen, weil ich kann das gar nicht. Kann ich vielleicht. Geht machen. Ja, anscheinend nicht. Oder? Wenn du gewettet hast, dann. Ja. Wenn du gewettet Warte, hast dann gewettet? Geht das nicht. Nee, alles gut, ich kann gleich machen. Ah, gut. Ergebnis wären, das Schwarz hat gewonnen. Dann haben wir jetzt schon Chromobot gegen Nighthawk. Ja. Dann kann ich direkt mal die nächste Vorhersage aufmachen. Das wäre. Ein Träumchen. Perfekt. Wer gewinnt die Series? Okay, und go. Sehr gut. Warte mal. Grubhubert gegen Nighthawk. Okay, alles gut. Warum ist dann Nighthawk hier als Protoss eingetragen? Ich glaube, das soll gar nicht so. Ah, true, ja. Yeah. Der Herr Maralikos. Ja. Yeah. Unglaublich. Traum. Geil. Okay. Muss ich gleich. Er hat geschrieben, Stück für Stück nähern wir uns dem Höhepunkt des Abends. Nice. Sehr schön. Okay, da ist das von Nighthawk. Nicht Protoss, sondern Terran. Also, ich habe das nochmal ganz kurz gerade gezogen. Genau, wird man gleich sehen. Das stimmt. Auf den Traumtraum, da freue ich mich halt wirklich drauf. Also, ich meine, auf den anderen natürlich geil, auch. Geil. Aber ich weiß nicht, ob ich ein bisschen kotzen muss. Nein, Spaß. Weil ich hoffe natürlich. Das war jetzt blöd ausgedrückt, aber ich hoffe, dass er die Bilde richtig spielt, die ich ihm gezeigt habe. Aber wenn nicht, alles easy, ich kann ihm die gerne nochmal zeigen und ich denke trotzdem, dass er jeden vermöbeln wird. Fertig, okay, das war's. Wäre besser für Traum. Okay, unten rechts von den Kriegern der Apokalypse, es ist unser Grubenlord. Der gute Gruben. Ne, der gute Hubengrubert, genau. Der gute Hubengrubert. Oben links dieses Mal nicht teamless wie die anderen bisher. Es ist der Terraner, also ja,
die gute Rasse. Es ist Nighthawk von Team Phoenix. Ist die Gewinnerrassen. No. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gewinner. Es ist halt schon ein bisschen unfair manchmal, ne? Gegen Zerg und so. Du hast ja gestern Cyril gegen Gumiho gesehen. Ich meine, Cyril ist ein absolutes Monster, aber gut, okay, das war schon krass. Wie er einfach Infestoren und dann Neutral Parasite auf die BCs und dann Yamato. Dann hat Cyril Yamato ge. Alter, ist ja krass. Na naja, Das gut. war Na naja, gut, dann Legende. hoffen wir mal, dass wir so ein High-Level-Play hier jetzt auch sehen werden. Mindestens. Ja, das sowieso, aber müssen wir halt mal gucken. Vielleicht wird's besser. Aber gut, okay. Ja. Ja. Wir sehen One Gas vom Terraner. Reaper Wall, alles normal. Ja, alles normal, würde ich sagen. Ich glaube, Hubert mag, der mag ja den Blinkstalker-Style. Würde ich Ja, jetzt schon mal das fast spielt von er immer gegen ausgehen. Chillen. Ja. Das stimmt. Ich habe noch kein Game gegen ihn gemacht, weil er was anderes gespielt hat. Das stimmt, ja. Mit einem Zealot, wobei ich weiß gerade gar nicht. Macht er das häufiger? Ich glaube, das hat er nicht so häufig gemacht, oder? Wait, mit dem. Ja, selten, aber nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, ja. Ist schon, weird bisschen. Ja. Okay, die Probe geht da halt wieder rein. Okay, confirmed. Ja, okay, Bunker und Expansion werden gebaut. Soweit, so gut. Warte mal, haben wir nicht eigentlich. Oh, wir haben einen Marine gebaut und noch keinen. Hey, stimmt, das ist ja kein Reaper oder so. Stimmt. Dementsprechend müsst ihr eigentlich halt wissen, dass Grubenhubert jetzt erstmal keinen Adept hinten braucht. Dementsprechend kann er auch einfach sofort nach vorne schäden. Der Zealot ist schon wieder fast vorne an der Basis. Das stimmt. Kann jetzt aber halt leider nicht die Expansion delayen, denke ich. Ein Ja. bisschen doch, okay, ein bisschen, ein bisschen. Ja, aber gut, ich meine, ich weiß nicht, ob es das wert war jetzt so. Okay. Ja, gut. Okay, doch, doch, Oha, jetzt schon. oha, oha. Stabil. Jetzt schon. Stabil. Sehr schön. Oha, krass, okay. Aber wir sehen hier 3 Racks von Nighthawk. Also von Oh, Factory oder so, ja, ne? das stimmt. Genau, und wir sehen halt jetzt schon, wie angesprochen, es ist wieder Foregate, also Three Gate oder Foregate Blink von Grubenhubert. Ja, ich meine halt Ja. letzten Endes, warum auch nicht, ne? Also du kannst es ja als All-In spielen, du kannst es nicht als All-In spielen, es ist ein Ja, Konter klar, gegen alles natürlich. Mögliche, es ist Ja. schon eine sehr gute Build-Order. Ja, das stimmt. Ist unheimlich gut gegen Drops. So ist es. Wieso laggen wir? Oh, warte, wir laggen. Ja, alles gut, alles gut. Oh, wait. Ich habe nur kurz meine Graphics geändert, aber ich glaube, das war ein bisschen. Ach so, ja, okay, nee, aber daran müsste Maybe. es gelegen haben. Ich habe Ja, gerade aus Spaß auf Extreme Ultra gestellt. oh. Aus Spaß einfach. Keine Ahnung, warte. Will you reset StarCraft 2? Nein, will ich nicht. So, okay. Alter Schwede, okay, das sieht krank aus. Ja. Extreme Ultra. Keiner castet auf den Graphics. Keiner spielt auf den Graphics. Alter. Ich tatsächlich. Echt jetzt auf Extreme Ja. Ultra? Sieht bei dir Ja. anders aus. Okay, bei mir ist einfach. Was? Yeah. Lul. Ja. Nee, Nee, das ich ist habe nämlich tatsächlich auf letztes Mal Extreme die Ultra. ESL Graphic, die cast nämlich auf Custom irgendwas, also Medium irgendwas. Keine Ahnung. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, ja. No. Ja, nee, aber. Okay, also ich meine, mittlerweile hat eigentlich Gruben Hubert gescoutet, dass es eigentlich von Nighthawk ein 3-Drakes kommt. Jo. Gefühlt ist aber 3-Drakes eigentlich nicht so gut gegen Blinkstalker, oder? Würde ich jetzt so erwarten. Nee, also in dem der Style nicht, nee. Also das 3-Racks ist nicht das Beste. Also Ja. kommt drauf an, was du halt jetzt machst, weil ich meine, er geht auf dritten CC, das ist gut dagegen. Aber wenn er jetzt auf All-In gehen würde, wäre schlecht, aber
Ich meine, ist okay, kann man machen. Kommt halt jetzt auf das Makro drauf an von den beiden. Ja. Also, Supply ist halt even. Okay, Worker ist halt viel besser für den Toss. Okay, tatsächlich, so wie Herold gerade angesprochen hat, warum haben wir Air Defense? Warum erforscht Grubert Wait, what? Air Armor? Hä? Ja, keine Hä? Ahnung. Warp Prism müsste ja eigentlich davon betroffen sein, oder? Ja, aber Bestimmt. trotzdem, also. Oh, Der ist Pylon ja wurde noch nicht mal ausgenommen. auf 3 Base. Warum sollte er sowas upgraden jetzt? Ja. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ah, der Sock hätte wahrscheinlich gerettet werden können. Aber die Marines gehen down und damit haben wir 72 Supply insgesamt gegen 48 Ja. für Nighthawk. Das sieht nicht wirklich gut aus für unseren Terran, besonders weil das ein 3-Rex Nee. war, was er Nee, halt den ja. ganzen Tech ja delayed hat. So ist es. Bei die Base, die dritte von Chromo, war das halt extrem spät auch, ne? Ja, das stimmt. Muss man halt auch. Ja, stimmt. Muss man fairerweise sagen. Ich dachte jetzt halt eigentlich, dass Gloomhubert mit sehr viel mehr Stalkern angreifen wird. Ja. Weil ich mir halt dachte, ja, okay, wie soll denn sonst die Supply Oh, den Hängig shit. herkommen? Aber tatsächlich hat Gloomhubert extrem viele Worker. Und deswegen ist es halt natürlich echt ein bisschen doof, dass die Basis so spät genommen wurde. Ja, na gut. Aber sei es drum. Also. Hier mit Kolossal unterwegs. Wir haben zwei draußen. Die Lanze ist auch fast fertig. Wir haben schon fast Charge. Sieht eigentlich super aus für unseren Protoss. Nicht Ja, so super für den Terran. das stimmt. Außer wenn sich. Ja, Ja. also der Toss hat halt noch nicht mal seine vierte angefangen und die dritte vom Terran ist auch schon fertig. Wobei halt der Toss muss eigentlich von Basen immer, muss eigentlich immer mehr als der Terran haben. Ja. Muss halt eine mehr haben eigentlich oder später dann halt auch zwei. Na. Weil er die Units kosten halt so viel Geld. Ja, ist also jetzt so die Frage, was er halt machen wird. Okay, er hat da tatsächlich auch schon eine Sheep Battery gebaut. Ich meine, er sieht das eigentlich halt mit dem Observer. Eigentlich müsste er jetzt halt überlegen, okay, gehe ich jetzt auf eine vierte? Ah, macht er jetzt sogar wahrscheinlich. Geht er jetzt auf eine vierte oder geht er auf eine 3-Base All-In? Nicht wahrscheinlich mit einem 3-Base All-In hätte er das wahrscheinlich sogar jetzt gewinnen können. Weil ich meine, er hat drei Kolosse. Ja, true. Jetzt halt die ganzen Gates poppen. Ich verstehe, also Upgrades für Gruppenbots sind okay, sage ich mal. Ja, ist okay. Ja. Aber Nighthawks Upgrades sind auch nicht die geilsten, sage ich mal. Ja, ich meine, dadurch, dass er halt 3-Rex gespielt hat, glaube ich, ist halt einfach mega das Problem. Ich meine, halt Upgrades mit Protoss ist ja halt eh immer so eine Sache. Okay, warum jetzt halt einfach auch Armor statt weiter einfach Attack gegangen wird. Weiß nicht, ich glaube, Attack hätte ich wahrscheinlich besser gewonnen, keine Ahnung. Aber ich meine, so sehr muss man mit Upgrades eigentlich auch nicht ausrasten als Protoss. Ich meine, das reicht ja, wenn du Yeah, true, 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 true. deine Einheiten halt hast, also deine Ja. Tech-Units. Wenn du ein paar Aber ich Kolossi muss sagen, hast, die, wenn. ja, die Army vom Terran sieht schon scary aus, bisschen. Ja, tatsächlich, also. So einfach jetzt Und reinlaufen hier kann sieht jetzt man jetzt Grubenhubert auch, eigentlich unten nicht. links sieht man auch ein kleines Stück Bio. Ach so, das meinst du jetzt. Ja, genau, oben Nee, rechts nee, haben wir nee, jetzt aber halt also ein. ich meine jetzt Ja, generell, ja. klar, aber oben rechts haben wir jetzt halt ein Run-By. Aber oben rechts haben wir Jo. jetzt. Auch so etwas wie ein Run-By. Okay, spannend, 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 spannend. Ah. Wow, 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 Da wurden unheimlich viele Zealots gerade okay, ich rausgenommen von glaube, den Widowmines. CC, ah, wait. Oben Doch, ist es sieht sehr gut geklärt. für den Terran aus, glaube ich. Ja, Oder das war wait. ziemlich gut für den Ja. Terran. Der Ja. geht jetzt sogar auch noch da. Ja, okay, wurde geklärt, aber halt trotzdem. Oh, Moment, was? Es wurde doch nicht geklärt und wir greifen einfach oben weiterhin an. Oha. Gloomhubert wird jetzt an allen Flanken angegriffen.
wird gezwungen, an seiner dritten, nee, das ist eigentlich vierten, ein paar Stalker reinzuwarpen. Jo. Währenddessen gibt es hinten rechts dann wahrscheinlich einfach einen Doom Drop. In die Natural, wahrscheinlich, oder vielleicht sogar in die Main, mal sehen. Wo war das zu sehen? Oh, wird einfach Oh, abgefangen. no. Und oben links. Ey, oben rechts. Ja, jetzt hier in der Main, schau mal. Jetzt kommt noch ein Double Drop, der Moment, sollte auch. Moment, Moment. Oh, du hast recht. Ja, das sind ein paar Stalker, die halt schon darauf warten. Alter, das ist viel zu chaotisch gerade. Okay. Alter. Björn gegen Astrea. Krass. So ist es. Ich meine, hast ja nicht Unrecht. Das war ziemlich sick. Ja. Okay, Ja, auf jeden Fall. Medivac da unten konnte nicht rausgenommen werden. Ja, gut, aber tatsächlich trotzdem geht Guben Hubert mit einem ganz guten Lead raus. Warum auch immer, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Oh, er geht jetzt auch, er geht jetzt auch. Und also wenn man das vergleicht, der Toss, das ist Aim of Win jetzt Situation. Gut, oben cancelt er jetzt hier nochmal das, ne? Ja. Aber trotzdem. Das ist halt so das Ding. Also entweder kann er jetzt halt unten reinwarpen und gewinnen, oder er warpt halt oben rein und gewinnt eigentlich. Und dann wird er jetzt wahrscheinlich oben reinwarpen und jetzt einfach gewinnen. Mal sehen, okay, wir haben da immer noch nichts. Aber alleine, dass jetzt hier halt auch einfach die Ja. dritte geliftet werden Komm, ein musste. Disruptor Shot noch. Ja. Komm, er hat noch gar keinen Disruptor Shot gemacht. Ein bisschen. Okay. Ja, okay. Da geht er einfach los. Krass. GG. Okay. Hat Ruben Warte. Hubert echt gut gespielt? Ja, auf jeden Fall, warte, die Vorhersage. Hast du schon gemacht? Ach Ah. so, ja, darfst ja noch nicht wählen. Mach mal nicht wählen, oder oder was willst du mir jetzt mit der Ah, true, Vorhersage? wait, wait, true, 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 Das war ja true, true. erste, das war jetzt das erste Game. Yeah, alles gut. Yeah, alles gut, ich hab. Yeah. Aber ich frag mich gerade, ich kann nämlich jetzt wählen, das finde ich witzig. Weil vorhin konnte ich das ja nicht. Aber gut. Ach so, ja, weil du ja vorhin gewettet hast, ne? Yay, das stimmt, ich hab vergessen. Na gut, okay, dann let's go. Ja, okay, dann let's go. Let's go. Okay. Ja, sehr gut. Unten links von den Kriegern der Apokalypse, derjenige, der gerade das Match gewonnen hat. Es ist der rote Protoss Grubenhubert. Jo, oben rechts sehen wir von Team Phoenix den blauen Terraner Nighthawk. Ja, was denkst du? Was denkst du? Ja, mal sehen. Also Nighthawk müsste jetzt ja irgendeine andere Build Order wahrscheinlich verwenden. Ich glaube, die war nicht so gut dagegen. Ja. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn Grubenhubert, was das ich, also ich meine, er hat ja einige Fehler gemacht, zum Beispiel hat Air Defense. Also ich glaube nämlich nicht, dass er noch Air Defense halt machen wollte. Ja. War etwas verwirrend. Und ich glaube halt, das könnte einfach so sein, dass Grubenhubert einfach ein bisschen besser einfach steht, makrotechnisch. Ja. Ja, keine Ahnung. Und ich meine, Nighthawk wird jetzt anscheinend irgendwas Cheesiges probieren. Er wird auf jeden Fall halt blocken, dass Ja. Grubenhubert halt nicht scouten gehen kann. Ja. Das ist ja natürlich an und für sich natürlich auch ein Scout. Also ich meine, das ist ja auch ein Tell. Das. Ja, genau, wir sind ja hier jetzt Double Gas, Factory.
Okay, Grubenhubert scoutet halt auch nach Proxy. Sehr schön. Ja. Hat halt ein bisschen Angst bekommen. Wahrscheinlich wird er jetzt auch ein bisschen defensiver spielen. Jeden Fall. Wobei halt wahrscheinlich eigentlich ist die. Wahrscheinlich ist seine Build eh relativ defensiv. Da kann man eigentlich relativ viel mit verteidigen. So ist es. Nighthawk macht jetzt Expansion. Sehen jetzt einen Herrlin im Bau. Wir haben jetzt zwei Reaper Ja. und ein Herrlin ist gleich hier draußen. Ein dritter Reaper wird gebaut. Also ist jetzt halt dieses klassische. Oh, okay, Ja, Grubenhubert auf hat jeden es gescoutet. Das heißt, Nighthawk wird jetzt wahrscheinlich trotzdem versuchen, dieses klassische, ich laufe mal oben mit Reapern hoch und dann unten komme ich mit so zwei Hellions vorbei, um möglichst viele Worker zu killen. Aber Ja, eigentlich wurde das jetzt ja. gescoutet. True. Oh Gott, ich hoffe, man hört jetzt hier diesen Krankenwagen neben meiner, vor meiner Haustür nicht. Wohnung etc. War Nee, man wahrscheinlich. Sehr ganz gut. wenig. Sehr gut. Bei Sentry die ganze Zeit Krankenwagen gerufen. Ja, das ist. Ich wohne halt da in der Nähe, deswegen ist es halt das Problem. Ja, gut. Also Feuerwehr, Krankenwagen, alles läuft hier durch. So, okay, ich meine, wie gesagt, Grubenhubert hat es ja gescoutet und hat einfach sofort zugemacht. Da kann halt Nighthawk leider nichts gegen machen. Blinkstalker Opening wie gehabt. Wird einfach fortgeführt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, jetzt könnte man es sogar auch einfach als All-In machen. Jo. Wir haben drei Gates, wir haben hier das vierte Gate. Okay, das sollte jetzt eigentlich tatsächlich ein All-In werden. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ich meine, du hast halt gesehen, dass dein Gegner relativ viel Zeit investiert hat, um Ja. halt so eine kleine Finte sozusagen zu machen. Das stimmt, ja. Aber war halt nicht erfolgreich und man kann einfach Grubenhubert vielleicht einfach versuchen, drüber zu laufen. Ja, klar. Ah! Greift mit dem einen Volley leider seinen Stalker Oh. an und nicht die gegnerischen Einheiten. Er hat auf Wir jeden sehen Fall jetzt aber nochmal. wieder Tyrex, halt bisschen später, ne? Aber wir sehen Tyrex. Okay, krass. Ja. Aber halt mit Tanks. Und ich meine, Tanks sind halt schon mal Ja. sehr gut, um Die jetzt halt die Stalker, ja. Blinkstalker abzuwehren. Genau, Observer relativ offensiv halt. Aber Grubo hat schon viel mehr, muss man sagen, ne? Wenn du hier jetzt die zwei Tanks und die paar Marines siehst. Und jetzt gehen sie halt, ne? Und Grubert, das ist Ey, geil für ihn, geht. er kann jetzt reingehen, paar SUVs killen und dann kann er Ja. einfach recallen. Das ist so Ja. gut. Er geht damit rüber? Ich hätte nämlich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er damit rüber gehen will. Ja, klar. Also ich Weil ich mache meine auch sowas eigentlich. ähnliches. Ja. Weil das Ding ist halt einfach, wenn du halt siehst, oder eigentlich solltest du halt wissen, dass dein Gegner im Link geht und dann. Deswegen hätte ich halt gedacht, ne? Er baut halt zwei Tanks, wunderbar. Ja. Gegen den Blinkstalker All-In. Das Aber dann stimmt, geht ja. er halt einfach rüber. Jetzt müssen wir gucken auf deiner Seite. Ist halt nicht Ja, viel, ne? okay. Wird gerefallt. Nighthawk nur noch 37 Supply, jetzt 39 Supply. Oh, Immortal. Ah, okay. Haben wir schon einen? Nee, haben wir nicht draußen. Ja Nee, klar, das ist jetzt das natürlich sind der. neue. Ist jetzt halt natürlich dann tatsächlich ein bisschen ein Vorteil für Yeah. Nighthawk, dass Jump-Bow. zwei Gates gesetzt wurden, Blitzend. Sehr gut. um das Harassment zu denyen. Ja. Deswegen, Grubenhubert floatet ja da extrem viele Mineralien, die sie halt nicht ausgeben. Jetzt ist halt immerhin wieder ein Pylon halt da. Und damit kann das Grubenhubert jetzt eigentlich abwehren, würde ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das Bisschen. Ja. Jetzt kann er sieht wahrscheinlich auch nach noch Ende aus. vielleicht. Ja. Nach vorne blinken, letztes Medivac rausziehen. Haben wir noch ein Medivac? Ne, wir haben gar Nighthawk kein hat Medivac halt auch mehr. keinen Stim, ne? Ja. Ich meine, Grubenhubert, ich weiß nicht, wie viel er jetzt gemicrot hat da vorne. Wahrscheinlich halt auch ein bisschen. Hat wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen. Keine Ahnung, kann man. Oh, die haben die. Sorry dafür, aber die haben Alles gut, die. alles gut, alles gut. Weil den Battle Report, ich wollte gerade den Battle Report öffnen, Ja. haben aber glaube ich nicht die Erweiterung drin. Alles gut.
Aber naja, haben wir das gerade halt nochmal gesehen. Naja. Grubhubert jetzt mit 1600 Mineralien. Genau, kann da jetzt halt expanden. Aber wahrscheinlich halt auch das Spiel beenden. Ich meine, er hat jetzt hier vier Gates. Okay, er hat wiederum einfach nur vier Gates nachgebaut. Ja, ich meine, die Mainbase ist halt extrem offen. Es gibt kaum irgendwelche Add-ons. Es gibt Ja, klar. kein Combat Shield, kein Stim. Der Tank ist down und GG. Ja. damit ist es halt gelaufen. GG. GG, so, dann mache ich mir hier die Vorhersage zu. Grubenhubert gewinnt die Series 2 zu 0. So. So. So, sehr schön. So, okay. Oh, krass, das heißt, jetzt haben wir eigentlich im Oh, Prinzip als Quantum. nächste. Okay. Aber ich meine, eigentlich müssen wir jetzt davor einfach mal Werbung machen, oder? Oh, wichtig, ja, auf jeden Einfach vor dem Hauptakt des Warte, warte, dann Abends. lass mich, warte, dann pass auf, genau Oh, vor Quantum Match. oh. Ich mache jetzt, nee, warte, warte. Ich mache jetzt die Vorhersage, 5 Oh. Minuten und du schaltest dann die Werbung direkt, warte. Du meinst jetzt gleich dann? Ja, genau, warte, ich starte die und dann schaltest du Werbung. Warte, ich sag's dir. Gegen Duell. So, und dann machen wir einmal 5 Minuten rein, zack. Wer gewinnt die Series? Ey, hallo, was ist das? Trom. Trom. Gegen Joel. 5 Minutes und let's go. So, okay, dann let's go. Dann kannst du Werbung schalten. Perfekt, ja, dann bis gleich. Bis gleich. Werbung ist Ciao. langweilig. Weißt du, was noch langweilig ist? Sich um seine Finanzen und um seine Versicherung kümmern. Deshalb kannst du jetzt in nur 2 Minuten dank Geldpilot24 deinen kostenfreien Account erstellen. Dadurch erhältst du eine digitale Übersicht über alle deine bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge, plus dass du im Bereich To-Do auf einen Blick alle deine Spar- und Optimierungsmöglichkeiten siehst. Ab diesem Zeitpunkt kümmere ich mich um all deine Anliegen. Und du kannst dich endlich wieder um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Starte jetzt deinen persönlichen und kostenfreien Account und unterstütze dadurch den E-Sport. So, da sind wir auch wieder. Jo, Sehr schön. Oh, perfekt. jetzt direkt Viewer Jump. Alle kommen zum Hauptakt des Abends. Alle kommen zu Trontron. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So muss das. So, okay, da muss ich hier mal gucken. Ja, bisher hier. Ich muss ja jetzt aber mal auf Tromtrom wetten, okay. Und Sehr zwar hier schön. einmal die Hälfte meiner ganzen Punkte, zack. So. Aber mal 5000. Sehr schön. Ja, okay, dann kann ich ja mal das erste Match öffnen. Warte, zack, zack. Zack. Okay. Zack. So, jetzt habe ich die Hälfte gesetzt. Ob das eine gute Idee ist? Ja, ich hoffe, ne? Also, ich hoffe, so muss das. Ja, Ayur XD. XD. Perfekt. Na gut, okay. So. So. So, 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 Genau. so, so, Ja. so. GLRF Oben F rechts. to you to. Ja. Okay, Easy peasy, perfekt. easy peasy. Warte mal, das ist ja Bruder Mirko, ne? Aber ich glaube, er hat Ja. kein. Ich glaube, er hat kein Team, ne? Das ist, glaube ich, kein Wait, offizielles. die Szene bei dir? Oh, wait, sehr schön. Ja. Gut gemacht. Sehr gut. ICC. Perfekt. Ja, genau. Dann, das heißt, wir haben oben rechts in Rot. Als Zerg, es ist Bruder Mirko, aka Joel.
So, unten links mein Lieblingsspieler aus der ganzen Replay-Liga, muss ich ehrlich sagen. Es ist der gute alte Traum, der hoffentlich seine Build richtig spielt. Okay, sorry, das musste ich einfach mal machen. Oh So mein muss Gott. das, wirklich, es ist. Okay. Moment, was? Wieso führst du schon? Das habe ich nicht, das habe ich nicht geklickt. Das war ich gar nicht. Oh Eieieiei. Ja, ja, kann gern Tomtom so ist bleiben. Publikums Liebling, der führt immer. Der führt Geil, immer. geil, 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 geil. So. Perfekt. Bin ich nur Okay, mit dem und Finger dann. ausgerutscht. Okay, was haben wir Ah, denn? Sentry, da kann ich nur eine Sache sagen. Okay. Reicht. Oh. Okay, das reicht. Okay, Oh, hat er also, okay. nicht. Oh. Hab ich, tut mir leid. Okay, okay. Wir sehen hier normal, was heißt normal? Beim Zeig sehen wir Hedge first. Gut, okay, der Wobei ist Terran, das yo. dann nicht, wobei, Ja. das ist nicht Hedge First. Nee, Das ist doch Gas irgendwie. first. Achso, ja, Gas yeah, first. genau, Gas First. Ja, Warte, ja, hab ich Hedge? Ich wollte Pool first sagen, aber ich habe Hedge first gesagt. ja. Ja. Ist egal, alles gut. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich halt von Bruder Mirko ein aggressiveres Opening sehen, wahrscheinlich. So Und ist es. Tromtrom einfach gnadenlos. Ja, low Hat das ground, auch chillig. Ja? Tromtrom nicht eigentlich gerade gesehen? Ja, Hat. hatte. Ja, gut. Aber hey, man Ja, kann ja komm. immer noch halt sagen, ja, YOLO, passt schon, der wird Scheiß ja wohl drauf, ich will low nichts. ground. So ist halt Oh, Traumtraum. der Goldfinger ist auch da. Ja, guten Wolfinger, hier Abend. der König eigentlich. Der König. Liga 1 wärst du eigentlich, ich muss mal mitspielen wieder. Ja. Na gut. Bring Okay, mal dem also wir sehen. Tromtrom bei, wie man das macht hier, ne? Ja, bring ihm das Okay, mal bei, der kann perfekt. gar nichts. Okay, wir sehen hier jetzt den Reaper. Er scoutet rein und sieht direkt den Leer. Was bedeutet das? Leer? Oh, kommt da Nidus, kommt da, keine Ahnung, Ling Nidus, Roach Nidus, Two-Base Muta oder was auch immer. Was kommt da? Das ist jetzt Traumtraums Frage. Mal gucken, ob er es herausfinden wird. Weil ich meine, für Oha. Two-Base-Mutter wäre es ja viel zu früh wahrscheinlich, ne? Und ich meine, du willst ja. Ja, natürlich, aber. Aha. Ja, natürlich. Also ich meine jetzt, okay, jetzt kommt halt auch der Roach holen. Also, Okay, ja, was dann, machst das du? sieht dann eher nach einem. Ja, wahrscheinlich Nidus Nach Two-Base Roach Mut aus, aus? ne? Nein, Spaß. Pfui. Sieht sehr, sehr, sehr nach Nidus aus. Ja. Weiß ich aber nicht. Also ich denke mal, wegen Leer, wozu sonst der Leer? Wenn jetzt Roach Speed kommen würde, würde ich mir denken, wait. Das ergibt doch gar keinen Sinn, aber. Ja gut. Was ist dein Leer? Fragt Traumtraum. Ja, das, was du gerade gescoucht hast, also den, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir Warte. nicht sagen. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Oh. Ich weiß, dass. Ich weiß, dass Dings. Hive heißt auf jeden Fall Schwarmstock. Ah, Aber stimmt, Leer Schwarmstock. heißt. Keine Ahnung. Egal, wir sehen hier auf jeden Fall Nidus Network. Ja, Und. wir sehen sogar tatsächlich ja schon Marine, der irgendeinen komischen Overlord hier scoutet. Also Ja, eigentlich und sollte wait, jetzt warum Tromtrom baust. sich so. Traumtraum. Warum baust du einen Marauder und einen Tank? Warum, Aber was egal. ist das für ein Marauder da? Alles easy. Ich hab den jetzt Ja, gar aber nicht ich gesehen. meine, keine Ahnung, ist halt okay, so Ich gegen meine, ist Roaches. halt gut, um Nidus zu klären eigentlich, ne? Könnte man sagen. Also hat Tromtrom gut gemacht. Joel tatsächlich hier überall Hard eigentlich Power, danke, ihr Vision wollt. Ja. aufgestellt. Ja. Also tatsächlich, er hat halt oben Vision, er hat unten Vision, also in der Main hat er Vision, in der Natural hat er Vision, er hat Sehr überall gut, ja. Vision. Erste Roaches sind jetzt schon. Oh, er sieht's. Und es heißt übrigens Bauer, also Leer heißt Bauer. Oh, einfach nur der Bau. Krass. Okay. Traum. Okay. Meine Tromtroms Marine hat nicht wirklich verstanden, glaube ich, dass dann Nidus einfach poppt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, der Tank. Okay, der erste Tank wurde einfach ster. Also der ist einfach gestorben. Der zweite Tank kann ein bisschen was Aber ich meine, regeln. es ist fein, es ist komplett fein für Traumtraum. Ja. Ich meine, wir haben jetzt halt die Banshee. Außer die beiden Ravager schießen jetzt halt einfach die Banshee um. Ja. Okay, Repair, sehr gut. Ja, sehr gut. Tromtrom Sehr schon mal schön, gut Repair, gemacht. komm. Komm. Ah, schade. Da verliert er relativ viele Worker. Er hat nur noch 21 Worker, es wird ja eh alles geklärt. Okay. Ich glaube, wahrscheinlich könnte Tromtrom einfach weglaufen mit Nee, seinen Traumtraum Worker. hat eigentlich, sollte er gewonnen haben, oder? Ja. Also ich Ja, ich meine meine, der es. klaut keine Dritte. Er drückt durch, also jetzt ist All-In, jetzt muss er Damage machen.
Aber gut, er kommt vom Cloak. Oh no. Cloak wurde genau dann fertig, als Banshee gestorben ist. Das jetzt, ist natürlich wirklich unglücklich. Wir haben keinen weiteren Tank mehr. Wir haben eigentlich gar keine Einheiten von Tankern. Okay, ja, ich denke doch, dass es jetzt der Zwerg war. Ja, ich glaube, jetzt könnte es. Ich glaube, jetzt könnte der Zwerg das doch für sich entscheiden. Ja. Jetzt wird die Mainbase erstmal vollgecreept. Kommt noch ein Tank raus, Alter. Der Tank noch eine Ewigkeit. Man muss halt die Production halt schon wegfliegen. Und da weiß man halt schon als Terran, so nach 6 Minuten seine Production wegfliegen, das ist nicht schön. Ja. Ja, 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 ja. Weil ich an der Stelle von Joel jetzt einfach eine dritte gebaut hätte, vielleicht. Ja. Aber ja, ich meine, ja, das ist alles easy. Also, ich meine, wenn er sagt, yo, ich war jetzt Worker, drück nochmal ein bisschen durch, so, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall auch nice. Ja. Finde ich sehr gut, ja. Ja, klar. Also, ich meine halt, ich glaube, ein bisschen will er halt auch einfach so, sag ich jetzt mal, den Sieg sichern. Ja. Ich meine halt, die ganzen Production-Gebäude halt rauszunehmen, währenddessen TromTrom anscheinend überhaupt nichts machen kann, eigentlich. Ist schon gut. Ja. Aber klar, halt, du hast halt recht, also Bruder Mirko könnte jetzt auf jeden Fall halt noch eine Expansion setzen. Was halt seine Position halt nochmal deutlich verbessern würde. Halt, die Natural ist halt so die Frage, ob er die halt theoretisch könnte sie halt brechen, denke ich, mit Ravager. Aber ob er das halt wirklich machen will. Und da sieht man's. Wow, Terraner können extrem gut verteidigen. Alter. Ja, der Bruder Mirko, der hat einfach Gott auf seiner Seite, das stimmt schon. Das ist so. Ja, so ist es. Okay, es wird jetzt erstmal hier Creep geklärt, anstatt irgendwelche Nidus Worms zu klären. Ja. Okay, wir sind jetzt in Spire von Bruder Mirko. Oh. Ein Schössling oder so? Schössling? Keine Ahnung. Schössling. Was? Ja, okay, die Banshee kann immerhin halt den Nidus Wurm oben noch rausnehmen. Ja. Ich liebe diesen Turret da einfach. Warte, welchen? Den da? Ja. Hey, den Natural, den. Ja, der ist super. Das ist okay. Ist der TromTrom ein Stream Sniper oder was ist hier los? Wieso hat er einen. Ja. Weiß er denn jetzt hier etwa, dass da schon. Nee, das macht TromTrom immer, das weiß ich. Der spammt viele Turrets auf den Zack, random. Ah, okay, Bruder Mirko jetzt auch mit seiner dritten, tatsächlich. Jetzt auch tatsächlich Gas. Okay, ja, ich meine, das ist halt so das Ding. Also ich glaube, wenn man Bruder Mirko halt lässt, also er hat halt jetzt die Zeit gefunden, macht absolut genau das Richtige in der Situation. Kriegt sogar unten nochmal an der Netflix drumherum den Das ist vorbei, das ist vorbei, das hat er Zeit gefunden. Ja. Ja, GG. Ah, gut, okay. Muss selbst TromTrom. Ja. Muss selbst TromTrom zugeben. GG, sehr, sehr schön gespielt an Trail. Sehr schön. Ja. Sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Yeah, let's go. So. Sehr schön, dann sind wir wieder im Game. Unten links bei Bruder Mirko als roter Zerg.
So, oben rechts haben wir den besten Terraner auf der ganzen Welt. Das ist Traumtraum. Wuhu, Traumtraum. So. Okay. Traumtraum schreibt, er hat eine Zergschwäche. Ja, ich meine halt, anscheinend mögen dich die Zergs. In deinem Stream sieht man ja eigentlich immer nur TVZ. Ja. Er ist aber auch echt ein komisches Schicksal von Traumtraum. Früher hat er ja massive Probleme gehabt gegen Protoss und hat irgendwie gefühlt nur Protoss bekommen. Ja. Jetzt läuft das da ja eigentlich ganz gut. Jetzt bekommt er aber halt die gesamte Zeit Zergs, obwohl er halt gegen Zerg Probleme hat. Ja. Okay, was sehen wir denn hier? Proxy Hedge. Whoa, 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 wait, 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 wait. Interessant. Wait, 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 no, no, no. Aber ich meine, okay, TomTom hat das nicht gescoutet. TomTom sieht jetzt, dass wir Proxy Hedge! keinen. Sehr schön. Nice. Sehr cool. Okay, ich meine, TomTom sieht, dass alles irgendwie sehr spät ist. Also ich meine, Pool ist ja auch spät, Gas ist Er spät. schreibt auch gerade, was ist das für eine Hedge da? Das hat er das ganze Spiel nicht bemerkt, oder was? Sieht er zum ersten Mal. Nee, ich meine, er hat es ja beim ersten Vorbeifahren, hat das ja wirklich nicht gesehen, ne? Nö. Er hat das halt wirklich nicht gesehen. Jetzt geht er zur dritten, denkt sich, okay, da ist keine dritte. Also, ich meine, eigentlich, wir haben in der Main eigentlich nichts Wirkliches. Die Netrunner wurde auch noch nicht besetzt. Das ist doch komisch. Eigentlich mal zur, genau, eigentlich richtige Entscheidung, einfach mal zur Gold gehen. Vielleicht ist da ja schon was an der Gold-Expansion. Ja. Aber nein, tatsächlich haben wir hier einfach eine Proxy-Hedge. Oh, er Okay. sieht's. Hä, was macht er? Hä? Moment, Moment. Wait, er sieht den Creep, aber er guckt einfach nicht nach der Hedge. Hä? Oh, du hast recht. Ja. Ah, jetzt Okay, endlich. jetzt hat Tronsbaum gesehen, dass da eine Proxy-Hedge ist. Hier, was kommt? Bunker, Bunker, was kommt? Mal gucken. Okay, aber tatsächlich hat TomTom oben gebaut. Also dieses Mal hat er auch wirklich gut drauf reagiert. Okay, jetzt haben wir halt einen Bunker da stehen. Also wird jetzt gebaut. Hey, ah, Spines kommen jetzt, sehr schön. Ja, es ist ein Spinecrawler Rush. Mag ich, ja, nice, nice, nice. Ich sehe immer Ja. mehr, wie meine 5000 Channel Points gerade immer mehr absinken. Leider. Lul. Meinst Nee, du? nee, Also alles ich gut. meine, das Ding ist halt ja eigentlich, also die Build kann ich sehr gut verstehen halt gegen Protoss. Glaube auch teilweise Ja, einfach gegen gegen Terran ist auch Zerg. nicht schlecht. Also ich meine, es hat ein Ja. 5-2 Zerg gegen mich mal gemacht. Okay, das ist schon ein bisschen her. Ist schon Ja, 4 Monate ja, her. Also ich meine, du spielst halt aber auf Proxy Hedge, spielst du halt aber auch auf der Natural vom Terran, ne? Also du spielst eigentlich nicht so. das ist halt das, was ich halt meine. Also eigentlich musst du ja richtig in your face gehen und Ja, nicht. natürlich. Also ich meine, Das das ist ja kannst du so nicht eine machen. Build, die ja Das kannst sehr du nicht gut machen. machen. Du hast Ja, halt viel zu viel Zeit. Ja. Das ist halt so das Problem. Also jetzt halt TomTom denkt sich halt, ja, okay, kannst du ja alles machen. Aber jetzt habe ich halt gleich einen Siege Tank, der einfach alles klären kann. Ne? Ja. Okay, Siege Tank kann nicht da sich da hinsetzen, wo er sich vielleicht hinsetzen wollen würde. Ja. Aber jetzt sitzt er da. Stolz wie Oscar. Wo ist er? Ja, also Roach One, okay, nice. Okay, tatsächlich haben wir jetzt hinten als Follow-up. Okay. Das erinnert mich einfach, also hier die Situation erinnert mich irgendwie so an bei Findet Nemo, das Ende. Ne? Ich hoffe, ich spoiler ja Oh, niemanden, aber weißt du, Findet nee. Nemo am Ende, es gibt ja auch Ja, dieses berühmte kennt Meme man. mit diesen Fischen, die ja ausgebrochen sind, ne? Und dann halt sich so fragen, so, Ja. dann sind sie ja in ihren Plastikbeuteln, die dann halt Oh, einfach ja, im und die offenen Rollen. Meer schwimmen. Yeah. Und dann sagen die halt, ja, und jetzt? Ja. Ungefähr dieses Gefühl habe ich halt gerade hier auch, tatsächlich. Ja. Okay, jetzt tatsächlich Ja, du haben rollst halt so, du rollst quasi die Straßen und so, weißt du, die in diesen Plastik. Ja, wir. ich weiß aber noch, ja, hab ich gesehen, das war ziemlich cool. Ich meine, das war genau die Das, gleiche ja. Situation. Also ich meine, vor allen Dingen sind das nicht Das auch vier Geilste Fische. ist, ja.
Das Geilste ist halt einfach der Hai, wenn er grinst. Das ist so Traum. Ja, das ist, ja, ein bisschen wahrscheinlich halt echt, ne? Also von wegen so, ja, komm halt, mach halt, ne? Ja. Und währenddessen eigentlich auch richtige Entscheidung halt von TomTom, einfach ein paar Worker bauen, nichts riskieren. Er kann eigentlich fast nur ahead aus dieser, also er kann eigentlich fast nur führend aus dieser Situation Ja, rauskommen. und dieses Bein sind halt Dory, also er vergisst halt, dass er die eingraben muss, eigentlich direkt vor der Base. So. Aber gut, was soll man Ja, machen? genau, also ich meine aber halt, also ich meine, das ist eine gute Reaktion halt Versteht nicht, eigentlich, warum würde ich greift er die sagen. dahin, weißt du? Ja, also ich glaube halt, er weiß, dass er halt jetzt nicht mehr die Main Base angreifen kann, ne? Und deswegen denkt er sich halt, okay, ich versuche einfach die Reap ist halt Natural. gefühlt kacke. Ja, man versucht halt einfach die Natural so lange wie es geht zu dynamen. Jetzt, schöner Catch, also ein Siege-Tank ist schon draußen. Zweiter Siege-Tank war jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu ambitious. Sollte jetzt aber auch, genau, er ist jetzt auch draußen. Also, schon eigentlich ziemlich gut gemacht von Bruder Mirko, muss man sagen. Ja, Der hat dann auch ordentlich was draus würde halt gemacht. trotzdem sagen, glaube ich, dass TomTom ahead ist. Ah, wobei, ja, muss man halt, ja, schwierig. Ja. Ja, eben, Ja. also ich meine, so einseitig, wie das gerade aussah, sieht jetzt nicht mehr aus. Okay, damit jetzt kann TomTom auch tatsächlich eben Creep clearen. Jetzt kann er auch tatsächlich halt seine Natural nehmen. Confirmed nochmal, ja, da ist wirklich nichts mehr. Sehr schön. Ja, und ich meine, jetzt kann sie ja einfach TomTom. Ist das schon? Das ist. Würde man da. Würde es treffen? Das ist unheimlich auf der Kante. Nee. Das ist halt so das Ding. Also ich meine, eigentlich ist die Situation von Bruder Mirko wirklich nicht schlecht, aber jetzt hat Ja. er halt leider wieder relativ viele Overmans. Ich Ja, glaube. nee, ich würde sagen, das Ja. Game sollte TomTom gewinnen, weil Ja, aber ja, also ich glaube, hätte Joel früher eben dritte. Ja, genau, also genau das, was er halt jetzt macht, hätte das halt irgendwie ein, zwei Minuten früher gemacht. Ich weiß jetzt halt natürlich nicht, wie da die Ressourcenstände ja. ausgesehen haben, aber ich meine, ich glaube, das wäre eigentlich ahead rausgekommen. Weil ich meine Ja, nee, halt. also ich würde auf jeden Fall. Ja, also das Ding ist halt, der Zerg muss halt mehr, wie gesagt, halt viel mehr haben als der Turn generell. Aber es Ja. ist halt komplett ausgeglichen gerade. Der Creep ist halt das Blöde, aber der Creep hinten ist halt einfach gar nicht gut, muss ich jetzt so Ja. sagen. Also hinten. Ja. Dafür ist der halt vorne extrem gut. Aber wenn TomTom da raus ist, dann. Ich meine, er kann so viel nachbauen. Ich sag, dieses Game sollte auf jeden Fall an TomTom gehen. Wenn er halt jetzt normal gut weiterspielt. Weil ich mein Bruder Mirko oder Joel, sorry, Joel, droned halt von der Hedge, was ich jetzt auch nicht so geil finde. Ja, ich meine, das kann immer mal passieren. Also das passiert ja relativ häufig. Warte mal, ist das nicht sogar auch mal dem Bluto passiert? Das ist doch letztens, als ich mal irgendwo zugeguckt habe, doch auch mal Ja, dem ja. Bluto passiert. True. Also ich meine, das passiert häufiger halt, ne? Und eben, also ich meine, TomTom braucht halt wirklich so viel Zeit, um eben die ganzen Sachen halt hier zu clearen. Da hätte Joy auf jeden Fall viel draus machen können. Stimmt, ja. Hätte er halt früher die Basen genommen. Aber mal sehen, vielleicht kriegt er jetzt damit so viel Zeit, dass TomTom das halt auch wieder alles vermasselt. Ne? Weiß man ja nicht. Warum ist das eigentlich nicht schon längst eine Orbital Command, was da passiert? Oh, true. Los! Let's go. Los! Geh runter! Ja, erstmal zwei Gas nehmen. Ja. Ja, why not? Why not?
Der Tromtrom. Nee, aber ich meine, ich muss halt sagen, ne, Tromtroms Armee jetzt fast 60 Supply gegen 28. Oh, wir haben Mutalisken. Okay. Ja. Das stimmt. Gegen Tromtrom. Er hat zwar eine eBay, zwei sogar. Müsste da vielleicht auch mal ein Upgrade bauen. Aber noch kein Turret auf dem Weg. Das heißt, die Mutas könnten vielleicht ein bisschen Damage halt bekommen. Ja, TomTom überlegt sich hast jetzt, bestimmt. vielleicht doch, keine Ahnung, nee, TomTom wäre anscheinend kein Move-Out machen, sondern cleart halt Creep. Und währenddessen greifen die Mutas an. Oh. Was wird er machen? Geht er zum Gegner oder geht er zurück? Oh, er geht zurück. Oh, er geht zurück, er geht Die zurück. schlechte Entscheidung. Ja, wahrscheinlich. Also er hätte wahrscheinlich einfach rübergehen können. Ich meine, genau das gleiche hätte er jetzt auch da machen können. Einfach irgendwie 10 Turrets bauen. Und genau damit das Spiel im Prinzip noch nicht gewinnen. Und halt einfach rübergehen, weil ich meine halt, keine Ahnung, das sind 16 Supply oder so an Armee. Ja. Und da hätte er jetzt halt einfach drum rüberlaufen können. Hat aber nicht gemacht. Jetzt haben wir halt wirklich eine gutes Setup von Joel tatsächlich. Ja. Also ordentlich Ja, ein auf jeden Fall. Worker-Lead, er hat vier Basen. Klar, Creep Spread könnte jetzt halt besser sein. Aber er verliert. Ja, er ist aber auf 65 Drones. Das ist zwar immer Ja. noch All-In, aber ist Warte halt. mal, gibt's das? Da haben wir jetzt einen Battle Report. Jetzt haben wir, keine Ahnung, über 3000 Ressourcen zu unter 400 Ressourcen. Also, das hätte. Also, Joel war eigentlich relativ gut dabei und hat's jetzt eigentlich einfach leider weggeschmissen. Ja. Ich meine, es sind einfach alle Mutas gestorben. Noch 5 sind da, aber es gibt ansonsten außer Mutas keine weiteren Einheiten. Ja. Joel hat 4000 Mineralien und 400 Gas. Und gibt halt so gesehen halt einfach Tromtom das Zeichen einfach, dass er angreifen kann. Ich meine, Ja. keine Ahnung, würde das Spiel halt noch 2-3 Minuten dauern, dann könnte Joel das vielleicht noch holen. Aber so halt Ja, gut. tatsächlich leider nicht. Ist halt vorbei, ne? Ja. Ja, damit fährt jetzt TomTom einfach drüber. Ja, auf jeden Fall. Ah, 5000 Ja, ist zu Mineralien, Ende. 2200 Gas, damit willst du als Zergland nicht sterben. Ach, schade. Aber gut gespielt von TomTom, hat seine Chance gesehen und Sehr, hat das sehr schön. verwandelt. Das wäre nämlich noch gefährlich geworden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So ist es. So. Let's go. Wollen wir eine kurze. Ja, jetzt haben wir es halt leider schon gestartet. Aber tut mir leid. Tut mir leid, Dara. Tut mir leid. Tut mir leid, Leon. So, genau. Unten rechts, wir sehen Bruder Mirko als roter Zerg. Oh, okay. Oben links sehen wir als Terran Tronson. Sehr schön. Ja, bin ich mal gespannt, was sich jetzt Joey dieses Mal einfallen lassen hat. Weil ich meine, TomTom hat ja eigentlich, sage ich jetzt mal, nur Standard gespielt. Ne? Also keine Ahnung, bei TomTom haben wir jetzt halt noch Ja. nichts Krasses eigentlich raussehen können. Aber Joey hat sehr viele Sachen vorbereitet. Mal sehen, was er halt jetzt noch so auf Lager hat. Ja. Ja, mal schauen, auf jeden Fall. Ja, gut, ja, wir genau, Pull First, Reaper FA von TomTom halt normal, ne? Wieder. Ja. Und ja, keine Ahnung, also lasst uns mal überraschen. Ja, sorry, Leon.
Auf dem Handy ist auch gut. Aber ist das auch so spa... Nein, okay, Spaß. Nee. Ja, wir sehen halt jetzt hier den SCV-Scout. Er scoutet jetzt. Den, cool. Und, ja. Denkt er sich so, jo, okay. Jetzt habe ich wieder Angst, nö, los, aber ich baue trotzdem unten die Exper... Oh, da, oh. Okay, doch nicht. Oben die Expansion. Sehr cool, sehr cool. Oha, schon wieder ein früher Layer. Okay. Oh, Gas gecancelt. Okay. Das ist ein sehr früher Layer. Also ich meine halt Layer vor Linkspeed. Ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Wird aber trotzdem Linkspeed werden, oder? Ja. Ich denke, oder? Das wird dann einfach ein Ling-Nidus Ja. All-In, oder? Mit dem zweiten Gas? Ist das. Macht man das? Kann man Maybe. das? Ja. Warte mal, der Reaper. Moment, aber ich meine. Links wird es immer noch nicht angedrückt. Wird das einfach wieder ein Roach? Roach All-In oder so? Also Ja. Roach Nidus? Feindlich, ne? Ja. Wir haben halt jetzt Gas besetzt. Linkspeed immer noch nicht angedrückt. Nidus Ja. im Bau. Jetzt Linge gebaut. Und der Overlord wird in der Main weggedrängt. Von dem Marine. Ich hoffe, dieses Mal versteht er, dass sein Job ist, Nidus ein Network irgendwie zu scouten und kaputt zu machen. Nicht so wie beim letzten Mal. Ja. Okay, ich meine halt eigentlich Tronton, okay, Tronton, ja, okay, Tronton reagiert richtig. Er weiß auf jeden Fall, dass irgendwas Komisches, was Komisches kommen wird. Dementsprechend ein. Oh ja, tatsächlich, wir haben jetzt hier sogar ein Big Brain Depot Wow. von Tronton. Tatsächlich, aber noch kein Linkspeed. Wir haben jetzt fast 300 Gas von Ja. Bruder Mirko. Damit kommt jetzt der erste Nidus Network in die Main. Tronton Wow, sieht es zumindest auch SCV-Pool, ja. zuerst. Sehr schön, SCV-Pool. Okay, nein, das wird fertig Erstmal sein. sauber, sauber abgewehrt. Oh, ja, okay, nice. Tank hat Okay, Low mit SCVs Ground. fast gekillt. Ja, war krass, ja. Ja. Okay, das ist halt krass. Es wird halt so viel Gas gemacht. Das hat mich so unglaublich irritiert. Aber ja, also ich meine, jetzt hat der Nidus-Wurm halt unten. Aber der Nidus-Wurm kann da ja halt unten mit ein paar Slowlings ja leider nichts anfangen. Ja, das stimmt, das stimmt. Von daher, ja, Tromtrom wieder eigentlich genau das Richtige. Okay, könnte auch vielleicht schon mal eine Banshee starten, eigentlich. Ja. Er ist halt nicht so Flyblock, er hat eigentlich das Gas, er könnte eigentlich alles machen. Ja, ah, die, ja, danke, Goldfinger. Es steht immer noch 0-0 bei dir. Oh. Aber ja, ist ja alles easy. Alles easy. Dabei steht es ja 1-1. Ja. Oh, Gold, nicht Goldfinger. Trauntraum hat sofort Creep Tumor gekillt. Geil. Granate, geil. Hey, wait, 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 wait. Das ist zu risky, das kriegst du nicht hin. Ja. Achso, und ich Too meine, ich könnte risky. eigentlich auch theoretisch mal die Namen vertauschen. Wait, er greift seinen Command. Okay, er hat kurz seinen Command Center Moment, angegriffen. was? Ne, er hat kurz mit seinen SCVs seinen Command Wow. Center angegriffen. Tromtrom, wieso machst du sowas? Frag ich mich auch. Ja. Nidus Wurm, ja, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nämlich eigentlich auch nicht gewusst.
Ich glaube, es wäre eigentlich schon eine ganz lustige Aktion gewesen, halt einfach den Tank damit umzubringen. Wusste ich tatsächlich auch nicht, dass es nicht geht, tatsächlich. Aber ein netter Versuch. Ja. Okay. Okay. Es werden jetzt einfach alle Einheiten von Trontrom von ein paar Zerklingen gefressen. Ja. Nur um jetzt ein bisschen Creep zu clearen. Wobei auch nicht schlecht, aber hätte man bestimmt ein bisschen mehr machen können. Wir haben schon 3 CC tatsächlich für Trontrom. Wow, 3 CC. Perfekt. Ja, das ist auf jeden Fall nice. 3 CC ist auf jeden Fall gut. Genau, wir sehen Ja. jetzt hier die. Okay. Warte, warte, warte. Noch ein Nettes? Okay. Dann denkt sich Herr Trontrom, ja okay, dann gehe ich halt wieder weg. Wenn du Ja. mich hier nicht haben willst. Geh ich halt weg. So ist es. Trotzdem, also Trontrom lässt sich halt echt wirklich schön davon ablenken. Also, ich meine halt, Basis wurde noch nicht wurde halt noch nicht hingestellt. Keine Ahnung. Also, er hat halt jetzt immerhin ganz viel Supply frei. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Aber halt trotzdem. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Trontrom ziemlich abhauen müsste eigentlich. Weil er eigentlich den Nidus sofort gesehen hat, sofort perfekt darauf reagiert hat. Eigentlich alles ist super gelaufen, aber er kommt halt irgendwie nicht vom Fleck so Ja. wirklich. Ja. Das stimmt. Währenddessen wurde Mirko jetzt halt schon, also halt jetzt dann die dritte Hatch. Okay, Das. ja, klar, Trontrom hat 3 CC, aber wenn das halt nicht wirklich nutzt, dann weiß ich nicht, bringt es mir auch nicht Das so wirklich stimmt. viel. Ja, vielleicht hätte er jetzt mal Concussive langsam andrücken können. Ich meine, floatet manchmal ein bisschen. Ja, ansonsten. Ja, keine Ahnung, also ist halt wie das Game vor eben, ne? Das Game Ja, davor halt. Genau ja. das gleiche, nur halt auf einer anderen Map. Also wie Ja. gesagt, ich sag halt schon wieder, ich würde jetzt wieder sagen, dass Trontrom das gewinnen sollte, weil Bruder Mirko halt auf 38 Workern ist. Ja. Und kommt halt 3, also 3 CC halt, ne? Und gegen Zerg und er Ja, hat, ich meine der halt Zerg hat. jetzt. Ja, also jetzt wird halt wahrscheinlich auch Trontrom explodieren. Also er hat halt so viele Racks gebaut. Er hat ja jetzt ja auch alle Mutes geschmissen. Er hat jetzt halt Income ohne Ende. Jetzt wird da halt auch was passieren. Haben die Banshees? Banshee hat nicht Cloak, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ja, klar, also je länger das geht, hätte ich jetzt gesagt, desto besser sollte das eigentlich für Trontrom sein. Ist Okay, gefällt mir erstmal mit den ganzen Lordern nach vorne laufen. Sehr schön. Okay. Da sind doch ein paar mehr Bane Connections als gedacht. Okay. krass. Aber damit wäre jetzt eigentlich quasi die Hauptarmee von Joel besiegt. Ich meine, wir jetzt haben wir es halt 51 Army Supply gegen 38. Was ist Ja, da gut, rechts ich meine, passiert? das ist. Okay, krass. Also ich meine, er macht das schon echt gut. Also er behindert Trontrom echt wirklich gut daran, irgendwelche Basen zu nehmen. Und er macht halt überall Stress. Also. Ja, ich meine, er könnte jetzt rübergehen und GG, oder? Oder? Ja. Wahrscheinlich, aber. Gut, das ist Nummer 6. Stabil. Okay. Das Sehr war schön. gut gesehen und gut reagiert von Trontrom. Sehr, 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 sehr schön. Ich meine halt auch schon wieder, ne? Anstatt einfach rüber zu gehen und das Spiel Ja, zu klar. beenden. Ich meine, setz noch 3 Units hier hin, die Creep clearen und geh rüber. Fertig, GG. Ja, Mein. klar. Währenddessen oben vielleicht Bruder Mirko noch einen, sitzt vielleicht noch ein Nidus. Wer weiß. Das ist halt auch einfach so das Gemeine, dass du halt einfach so schnell Vision generieren kannst mit Zerg. Halt einfach überall irgendwelche Nidus halt platzieren. Dann irgendwie eine Queen rausbringen lassen und dann einen Creep-Tumor setzen.
Okay, wenn nein, sich das jetzt ist wieder davon aufhalten lässt. Ja. Geht halt nicht. Ich meine, da damit bekommt jetzt sogar Bruder Mirko viel mehr Damage, als er eigentlich die gesamte Zeit bekommen hat, ehrlich gesagt. Ich meine, er kriegt 8 SCVs, kriegt jetzt einen Tank vor fast Free. Ja. Plötzlich hat halt Bruder Mirko wieder einen Worker Lead von 10. Aber du musst überlegen, normalerweise denkt man, das ist ein kleiner Runway, aber das war die ganze Army. Ja. Oder ja, klar, ja, aber hätte eigentlich nicht sein müssen, sag ich jetzt mal, wenn Bruder Mirko besser mit seinen Larven oder eben besser mit Makrot hätte, weil Bruder Mirko hat halt schon wieder 2000, jetzt nicht mehr, hat's ausgegeben, aber halt 2500 gehabt und, also 2500 Mineralien und, was weiß ich, 1400, 1300 oder so etwas Gas. Von daher, aber auch hier muss man halt sagen, Bruder Mirko hätte sozusagen sich den Vorteil holen können, wenn das Makro halt noch ein bisschen besser gewesen wäre. Weil halt jetzt Trade für Trade, also klar, TromTrom steht jetzt halt makrotechnisch, also von der, vom Einkommen her nicht so gut da. Aber halt Stück für Stück ist halt so die Armee von TromTrom einfach deutlich besser. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir halt auch Mooters wieder. Sind die schon draußen? Ja, tatsächlich. Ja, die können halt leider nicht in den Nidus Wurm. Tut mir leid. Aber trotzdem, ich meine halt Mooters sind halt wirklich nicht gut gegen TromTroms Armee. Na? Ja, klar. Okay, die Mutas schicken sich an, wahrscheinlich rüberzulaufen, währenddessen TromTrom hat jetzt. Ey, wenn TromTrom sich wieder ablenken lässt und zurückgeht, würde ich so auslassen. Ja, ja. Also dann bekommt er was zu hören, da. Ja, auf jeden Fall. Ey, wenn er jetzt zurückgeht, raste ich richtig aus. Ich find's halt aber auch gut, ne? Also ich meine, TromTrom schreibt da halt auch gerade, keine Ahnung, dass er nur 3 Bases hat. Ne? Ja. Hat irgendwie 3 Millionen Scans frei, um alle möglichen Creeps zu clearen, aber kein einziges Scan, um zu gucken, was sein Gegner macht. Ja. Ich meine halt, was ist halt wichtiger, deinen Gegner einfach rumzubringen oder ein bisschen Creep clearen? Ja. Ja, klar. Die Mutas bekommen ein bisschen Damage, aber halt hier diese unglaublich große Armee jetzt in der Natural. Das. Ja. Das Spiel entscheidend. Ich meine, eigentlich müsste TromTrom nur noch ein paar Turrets bauen und dann. Eigentlich müsste es GG kommen, weil. Ja. Ja, okay, also wir haben jetzt hier auch ein paar Turrets tatsächlich an der dritten. Sehr schön. Oh. Wow, nochmal schöne Bane Connects. Okay, da gehen auch die letzten Looters down. Ja, und damit hat eigentlich TromTrom das Spiel gewonnen. Genau. Jetzt warten wir auf das entscheidende Spiel. Mhm. Dieses Mal gibt es leider kein Fanwreck Comeback. Nee. Wo Fanwreck, wo jetzt vielleicht Dre noch irgendwie 4000 auf der Bank hat. Und einfach nochmal, was weiß ich, 80 Ravager baut oder so. Was? Ein Drop? Was? Ein Drop? Gut. Ja, der Drop, der stirbt sogar noch. Oh, weil ach da, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's so halb gesehen. Ich hab ihn quasi verpasst, könnte man sagen. Oh ja, alles gut. Okay, da haben wir wieder Sensor Tower, den TromTrom Sensor Tower. Oh ja. Okay, sehr schön. Also ich meine, das ist ja halt gut, dass er die Marauder immer nach vorne schickt. Okay, Joels letzter verzweifelter Move nochmal an die dritte des Gegners zu gehen. Um da nochmal so viele Worker zu clearen wie möglich. Pool gerade gebaut und stirbt jetzt wahrscheinlich. Und GG. Oh mein Gott. Die SCVs mit den Medivacs. Oh mein Gott. Clearen einfach die Linge. Ja, damit ist der Runway aufgehalten. Geil. Und 3, 2. Oh mein Gott, okay. GG.
Xung ist einfach vor dem offiziellen Ende rausgegangen. Lol, was? Oha, sorry, ich da. Hä? Oh, Normalerweise ist es so, man ehrenlos. schreibt so, ja, man schreibt da so GG und geht so eine halbe Sekunde später direkt raus. Ja, das stimmt. Ja. Perfekt. Wie jetzt Tromtrom, Alter, Tromtrom, alle haben auf Tromtrom gewettet, es hat niemand auf Joel gewettet. Damit, ja, kriegen alle ihre Punkte zurück, die sie gesetzt haben. So, dann kann ich ja das Ergebnis mal hier eintragen. Oh ja, danke dir. Dann starte ich direkt das Neue dann, ne? Wenn du fertig Ach bist. so, oh ja, Sekunde, Sekunde, Willst Sekunde, du das noch kann ich einmal auch. Werbung spielen oder nicht? Naja, ich meine, hatten wir ja eigentlich. Ja, okay, alles gut, Aber alles gut. ist Nee, gut, nee, alles ist okay, ist okay, ist okay, ist alles okay. super, alles super. Genau, dann kann ich ja das hier, wobei hier ist es eigentlich vollkommen egal. Genau, Trumtrum hat gewonnen. Perfekt. Genau, wenn du willst, kannst du für die letzte Series des Abends noch eine Vorhersage starten. Da muss man sagen, da war der Traumtorm wirklich sehr, 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 sehr dominant. Das stimmt. Okay, let's go. Nee, war auch gut Sehr gespielt schön. von Joel. Ja. Passt schon. Also, wie gesagt, mit ein bisschen besserem Makro hätte er jedes Ja. Game halt tatsächlich gewinnen können. Jeden Fall, ja. Jeden Fall. Ah, stimmt, Okay, jetzt haben wir okay. den lässigen durch. Cool. Sehr, sehr gut. Gegen den Mugen. Warte mal, wissen wir, wer Mugen ist? Ist der gerade im Chat? Wissen wir, wer das ist? Ich weiß gar nicht. Wir müssen übrigens hier später TomTom raiden, das ist ganz wichtig, das streamt nämlich jetzt. Oh, der hat jetzt angefangen. Oh, krass. Gleich, Okay, ja. ja. Ja, okay, warte mal. Ja, genau, deine Vorhersage steht. Genau, dann kann ich ja mal reinstarten. Oh, okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go, okay. Ah, okay. Moment, war das? Ja, okay, war richtig. Ja. Perfekt. Okay, let's go. Okay. So, okay, dann unten rechts, man sieht ihn, man kennt ihn aus dem Chat, es ist der lässige Lurch. Oben links haben wir den Zerg in Blau, es ist Mugen. Ja. Okay, Ja. geht nicht los, um Hedgeblock zu machen. Okay. Oh. Das ist Schon mal. schon mal sehr gut. Free win für den Zerg. Aber. Ja, müsste man eigentlich sagen. Jo. Oh, jetzt sind wir einmal Hedge first. Das erste Mal, glaube ich, Ja. heute. Krass. Ja. Aber 17 Hedge, okay. Ja, hätte geblockt werden können von einem Worker. Easy Naja, peasy. ja, man schickt ja eigentlich den Worker wie früher los. Ja, klar. Ja, natürlich. Aber ja, klar, alles easy. Okay. Ja, soweit so gut. Wahrscheinlich kommt jetzt halt, genau. Wahrscheinlich kommt jetzt halt Nexus vor dem Core. Ja. Ich meine, eigentlich hat ja Lässiger Lurch jetzt ja auch gescoutet, da kommt keine Aggression. Alles gut soweit. Oh, doch nicht. Wir haben wahrscheinlich Core und dann Nexus. Okay. Ja, gut, ich meine, klar, kann man halt auch machen. Ja. Warum auch nicht? Ja, perfekt. Okay, ja. Aha, der Tromtraum schaut trotzdem noch hier zu Ende. Sehr schön. Oha. Könnte jetzt streamen und mindestens 100 Zuschauer haben. Ja, 1000 irgendwie, glaube ich schon. 1000.
Das ist aber auch zu wenig, oder? Eigentlich schon. Okay, was sehen Okay, wir? wo ist Stalker Linkspeed? Wo ist geboostet Linkspeed? Ich tatsächlich. warte Machen wir immer mal noch das. auf Linkspeed. Schon mal 100, 170 Gas, Oh, kein yeah, Problem. stimmt. Ja. Ich meine, wir haben jetzt halt sogar auch, also keine Ahnung, sehr ungewöhnlichen gechrono-boosteten Stalker. Auch Warpgate wird gechrono-boostet. Ja. Bin ich jetzt mal gespannt, was das halt werden wird. Theoretisch würde ich halt eigentlich sagen, das ist irgendwas sehr Defensives oder sehr Aggressives. So ist es. Ich meine, zum Beispiel, man kann ja irgendwie versuchen, jetzt Overlords, die man irgendwo gesehen hat, vielleicht zu hunten, also irgendwie mal ein bisschen zu jagen. Wird aber anscheinend nicht gemacht. Der Overlord eigentlich oben wurde gesehen. Der Stalker geht aber trotzdem nicht hin. Da, der Overlord fliegt einfach komplett vorbei, ist jetzt eine Ach, Unterwunde. nice. Jo, okay, Könnte wir jetzt sehen eigentlich in jetzt. seine Ecke fliegen. Ja, wir sehen Der jetzt lebt zwei ja noch ein bisschen Ego-Chamber. gefährlich. Was? Zwei Evo-Chamber? Okay, Ego-Chamber, zwei. zwei Okay, Stück. ja. Auf der, okay, Roadshorn, das wird ein Oh, wir haben Timing. ja noch gar keinen. Ja, ich wollte, wir haben ja noch gar keine dritte Expansion tatsächlich für Mugen. Ja. Okay. Da wird jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch der Overlord. Ja. Ja, es kann sogar sein, dass der Overlord wegkommt. Weil wahrscheinlich, man hätte halt den irgendwie erstmal vorher mit Hit and Run drunter halt, oder halt entweder mit Hit and Ja. Run oder erst drunter setzen können und dann angreifen. Ja. Aber so kommt er jetzt halt leider weg. Hat lässiger Lurch dem Mugen ein bisschen ausgeholfen. Hat den Overlord in die richtige Ecke geschickt. Overlord ist sicher. Overlord ist glücklich. Wo ist es? So, was sehen wir Ja, jetzt? okay. Halt Robo, Wir sehen okay, noch ein mal hier schön Charge-Lot. Drones auf dem Weg. Ja. Ja. Und warum geht er fürs Link-Upgrade, sag ich mal? Also Melee. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber, warte mal, genau, die Robo ist noch nicht ganz fertig, Charge ist fast fertig. Und halt Templar Archive, also das heißt, wir können jetzt eigentlich so ein, weiß ich nicht, Charge Lord Archon All-In sehen, aber während ich das sage, sieht man, dass hier eine Basis gebaut wird. Ja. Ich So, meine, okay, also. grundsätzlich halt nicht schlecht, aber ich meine, das Problem ist ja, dass Mugen anscheinend ja auch sehr aggressiv spielen möchte. Noch keine dritte im Bau tatsächlich. Ich meine, das ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass man eine dritte vom Proto sieht, ehe man eine dritte vom Zerg sieht. Das stimmt. Na gut. Ja, das sieht halt schon jetzt sehr gut aus, ne? Ja, ich würde auch gerade sagen, also für den Zerg sieht das eigentlich ziemlich gut aus Oh, war insgesamt. Chat so okay, ne? Hilft aber trotzdem nicht alles. Jetzt müsste eigentlich Mugen nur mal angreifen und ich meine, ja. Selbst ohne richtigen Fokusfeuer klappt das dann trotzdem eigentlich ganz gut für ihn. Okay, dann das G. Das war einfach GG. Da ist Mugen einfach drüber gelaufen. So, perfekt. Ja, GG. Auf jeden Fall. Ja. Warte, warte, sagt der Terraner. Ich meine, Jetzt da bist muss du man ja gestört. eigentlich das Survey, also muss man ihm recht geben. Also ich meine, Nein, eigentlich, nein, nein, Tyranner nein. können sich eigentlich nicht besch. Alter, selbst deine eigenen Spieler sagen, dass Tyranner gerade Okay, OP okay. ist. Was wer? Nein, Hallo? stimmt gar nicht. Wo, wer, Hallo? wo, wann, was? Hallo? Wow, 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 wow. Okay, ich will Hallo? kurz was klatschen. Overcharge, OP. Okay. Overcharge wird immer OP sein, ich sag's dir. Fertig aus. Das war's.
Ich habe nicht gesagt, dass Protoss OP ist, ich habe nur gesagt, Oberschatz OP. Kann ja auch sein, dass was anderes OP ist. Gibt's nicht bei Terran, natürlich gibt's nichts, was OP ist, ist ja klar. Aber, Widowmines vielleicht. Nö. Nein, nein! Nee, never, niemals. Guck dir doch mal eingegrabene Banes ein, wie OP die sind. Die machen viel mehr Damage. Ja, die musst du wenigstens noch manuell zünden. Ja. Nö, kann noch nicht mal mehr. Das ist ja das Dumme. Ja, Kann okay, sie du kannst auch. einstellen. Ja, okay, du kannst auch. Ja, Ja, aber okay. das ging schon lange. Egal, warte mal, erstmal hier, 30 Sekunden sind wir ja schon im Game und hätten noch nichts gesagt. So, okay, oben Out. links in Rot, es ist der Protoss, der lässige durch. Oben rechts, es ist der blaue Zerke, es ist Movement. Der ist überhaupt nicht oben rechts. Warte, was? Unten? Oh mein Gott. Sorry, 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 Easy my bad. peasy, easy peasy. Ich Okay. glaube, wollte gerade sagen, ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal falsch gesagt. Aber. Okay, noch, okay. Ja, genau, Ja, okay. Unten alles rechts und easy oben links, peasy. okay. Ja, Los. alles easy Der ist peasy. gut. Okay. Okay. Warte, wer. Alter. Warte, oh Gott, ich verstehe hier gerade irgendwie alles. So. Alles gut. Xung hat seinen Screen umgedreht. Ja, er ist Terran, er kann nichts dafür, okay. Ey. Oh, das war ehrenlos, das war ein Front. Es Wow, tut mir so leid. Es wow, tut mir leid, es tut mir leid. Sorry, war warum nicht haben so gemeint. Protoss-Spieler nur 10 APM? Weil es trotzdem für Grandmaster reicht. Warum drückt der beste Protoss-Spieler immer noch F2? Das macht Mario auch, okay? Ja, aber okay, aber nicht so oft wie Hero. Der hat letztens seine ganze Army zurückgeholt. Ja und? Ich meine, keine Ahnung, nur weil Terraner ganz viele Anti-A-Move-Sachen hat, wie zum Beispiel Liberator Siege oder Siege im Allgemeinen oder Widowmines, die halt nicht irgendwie weglaufen oder so. Kenn ich ja nichts für. Ja, das ist hier alles OP gerade. Das da oben links, was du hier siehst, ist alles OP. Schau mal Es ist hier, alles. fünf, Es schau ist mal, einfach fünf alles von. OP. Schau mal, Brutto-Spieler haben kein Gehirn, es tut mir jetzt leid, aber 5 von 3 im Gas für Nur. eine halbe Minute lang. So. Hast Weißt du du, Hero und du. gemacht? Nein, das war ein Spaß. Nee, alles gut. Nee, kann sein. Ich Vielleicht glaube, war es geplant. bei irgendeinem habe ich das sogar tatsächlich gesehen, dass es Hero mal gemacht hat. Oder irgendwo habe ich das letztens auch gesehen, dass das jemand gemacht hat. Ich dachte mir Das halt auch klingt doch so. gar nicht so. Also aus Nee. der Entwicklung. Oh, du hast recht. Ich glaube, es war wirklich Hero. Ja. Das kann sein. Ich glaube, es war wirklich Hero. Gut, So, wir sind ich meine, was sehen jetzt wir denn hier eigentlich? Wir sehen hier sehr schnell gleich wieder. Evo-Champs Ungefähr. tatsächlich. Wir sehen immer noch keine Expansion Wir sehen von hier gleich Protoss. einen dicken Supply Block für den guten Protoss. Ja. Das ist halt aber auch hier, guck mal, deswegen, ne, deswegen verliert Protoss jedes Mal. Guck dir mal diese Wall an, ne? Es ist halt so schwer, Walls zu machen, ne? Se se selbst Hero verkackt seine Walls. Ja, klar, ist halt Protoss. Die brauchen kein Gehirn. So ist es. Ein Okay, Spaß. ich meine, Protoss kann viel. wir haben jetzt hier ein. Ja, alles gut, wir wissen, dass wir memen. Ja, No hate natürlich gegen wissen wir irgendjemanden das. hier. Also vielleicht, ich meme nicht. Nein, Spaß, ich meme natürlich. Natürlich meme ich. Okay, perfekt. Aber ich meine halt, wir haben jetzt hier ein Proxy-Gate, nicht Proxy-Gate, Proxy-Pylon. Sollte da eigentlich irgendwie ein Gate draus werden oder irgendwie Protoss sein? irgendwas? Okay, nein, ich höre auf. Oh, wait. Ein Adept. Wow. Ja, ein Adept. Oh, mein Gott, zwei Adepts. Okay, GG. Das sind einfach, ja genau, wie das Sophia sagt, das ist Bild oder Finesse, das sind einfach Nuancen, die wir halt noch Genau. nicht so wirklich verstehen. Genau. Wieso habe ich den Score eigentlich noch nicht entsprechend angepasst? Hätte ich mal machen sollen. So, jetzt ist der Score entsprechend richtig angepasst. So, perfekt. Ich meine, was macht halt Timing eigentlich ist Mugen? Mugen ist sehr ein bisschen cool. ängstlich auch tatsächlich. Ja. Oh no. Okay, lässiger Lurch killt so viele Drones. Ja. Oh mein Gott. Okay. Es Jetzt sind würde ich jetzt schon 20 GG. Linge auf dem Weg, aber. Die kommen etwas zu spät. Ja. Aber trotzdem, lässiger Lurch hat halt immer noch weniger Worker als Mugen. Oh, das ist gut für Move. Ja. Okay, das ist Ja. gut. Sehr schön. Okay, wir sind Production.
Okay. Ich Bei meine, wir sind Hitten. halt immer noch keine dritte für Mugen. Das, Aber sehr schön Defense für Lessiger durch. Moment, du meinst Defense für Mugen. Lässiger Also hinten halt alles Lurch hat. zugemacht. Achso, ah, das meinst du. Oh mein Gott. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja gut, da kommt Der hat nichts halt rein, das vielleicht jetzt stimmt. die Minerals als Zerg hinten abgebaut, so cheeky. Und dann da Ja. hinten hoch. Das wäre doch chillig, oder? Ja. Maybe? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich meine, prinzipiell kann ja Mugen einfach halt, keine Ahnung, einfach hochdrohen. So gesehen, macht er aber nicht. No. Okay, die Zealots bewachen die. Ja, okay, ich meine im Prinzip. Lässiger Lurch weiß halt auf jeden Fall, dass Mugen auf Two Base ist. Das heißt halt, eigentlich muss er nur versuchen, möglichst gut zu verteidigen. Chrono Boost auf Immortal, sehr schön. Währenddessen haben wir hier einen offensiven Warp-In. Ja. Oh, Alter. Oh mein Gott, er zieht seine ganze Oh. Armee. Ja, obwohl Mugen eigentlich schon praktisch drüben war, zieht er seine Komm, komplette komm. Armee zurück. Ja. Ja, ist echt so. Tromtom. Spielt Tromtom hier einfach gerade Zerg. Komm, komm, gib's zu, du bist Mugen. So ist Ah. es. Okay, aber es sieht jetzt eigentlich nach einem relativ ausgeglichenen Match aus. Also ich meine, prinzipiell würde ich halt sagen, natürlich sieht es besser aus für Lässiger Lurch. Aber mal sehen. Also ich meine halt, trotzdem hat halt Mugen so gesehen Map Control, ne? Ja. Wobei, mittlerweile ist die Armee von Lässiger Lurch halt auch echt verdammt stark. Also mittlerweile würde ich halt sagen, das ist ein deutlicher Vorteil für Lässiger Lurch. Findet jetzt Oh hier mein Gott, er wiederum geht noch. wieder zurück. Oh. Junge, er geht wieder zurück. Was ist das Oh. denn? Und die Rabbit. Ah, egal. Ja. Das ist halt wie bei Fenrir gegen Nighthawk. Ja, Oh. so ein Warp Prism, so ein Medivac, was das eigentlich alles an Schaden machen kann. Schau mal, was Hen Tromtrop reingeschickt hat. Einfach ein Geist mit einem Fernglas. Einfach Junge. ein Alter. Junge, er sieht uns einfach. Alter. Er hört alles. Er hört alles. Ja, lässiger Lurch findet weiterhin Damage. Warte mal, sehen wir. 25 Drones sind mittlerweile schon draufgegangen. Was? Ich wollte gerade fragen, wo kommen jetzt die Bials hin? Waren das eigentlich. War das Rapid Fire? Ja, würde ich mal denken, oder? Ich meine, Mugen hat auch irgendwie 267 APM im Durchschnitt. Also, das ist schon ziemlich viel tatsächlich. Ja. Okay, Recall. Okay, währenddessen wurde nichts mit dem Warp Prism gemacht, okay. Ja, ich wäre mir da ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher gewesen, ob man das nicht hätte fighten können. Jo. Oh, die Linge zurück, die Gefahr, oder? Wow. Ich meine, das sollte doch eigentlich nach einem ganz guten Hold aussehen für den Ja, letztlich Fortress. durch, sollte gewonnen haben. Ja, okay, der Overlord könnte sogar vielleicht noch so noch umgebracht werden, mal sehen. Der Overlord kackt wiederum einfach ganz frech auf einen gebauten Nexus. Unglaublich, diese Manieren. Der listige Lurch. Ja, ein bisschen war das schon listig mit dem Warp Prism und mit dem Proxy Piling. Okay, aber ich meine, jetzt haben wir halt die dritte für den Zerg und keine Ahnung, die schon längst die dritte für den Protoss. Eigentlich Army Value sieht eigentlich auch so aus. Ja, wobei Army Value, wie sieht denn Das hat Army der Value aus? Protoss Ja, bei ja, ja. Ja. 2 Minuten gewonnen.
Aber der Zweck geht nicht raus. Lauchiger Lurch, das ist aber auch ein guter Name, muss ich sagen, den fühle ich. Ich würde mich Lauchiger Lurch nennen. Ach so, weil Lässiger Lurch gerade im Chat geschrieben hat. Eieiei. Oh, Na, Amax, ich. was wäre wie wo was? Was? Warp Prism steht da halt einfach in der Mitte dieses, keine Ahnung, Gebäudekomplexes. Kann nicht angegriffen werden. Findet aber eigentlich nicht mehr so wirklich viel Damage. Jetzt tatsächlich auch halt weg. Mal sehen, ob es. Nee, wahrscheinlich verleitet es jetzt lässiger durch, nicht einfach anzugreifen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt die Armee gesehen habe, keine Ahnung, ich würde mir halt denken, als Protoss. Gut, auf der einen Seite ist er halt eco-technisch vorne, auf der anderen Seite könnte er es vielleicht auch einfach zumachen. Ja. Ja, also ich frage mich, warum lässt sich da durch jetzt nicht rüber geht. Ja. Ich meine, wie gesagt, so gesehen hat er ja eigentlich nichts zu Oh. verlieren. Jetzt will Mugen off-Creed kämpfen, immer sehr schlecht. Ja. Aber gut, Upgrade bisschen vorne. Ich meine, was hat er halt für eine andere Wahl? Okay, er hat auch mega viel Gas tatsächlich. Ja gut, das ist Also natürlich. keine Ahnung, vielleicht Mutant Transition oder so könnte man halt überlegen. Aber er greift jetzt einfach frontal an. Gegen Shield Batteries, gegen. Wie viel sind das? Vier Immortals. Ich kann zählen, ich bin Protoss. Aber Overcharge wurde nicht gezündet. Wäre Overcharge. Ich meine, Overcharge ist doch. Wow. Also mit Overcharge gäbe es eigentlich gar keine Probleme. Aber auch so, gut gehalten. Ja. Jeden Fall. Okay, sehr schön gekaltet. Was geht da wieder im Chat ab? Fettcode. N ist gleich Stickstoff. Das ist korrekt. Aber was hat das jetzt mit Ja, Fettkraut weil zu tun? Fettcode. Fettcode. Ah gut, okay, das habe ich übersehen. True. Kraut sind Protoss-Spieler. Eieieiei. Nee, das war nur Spaß. Abgesehen. Okay, warte. Oh, kann Kolossus und. Nee, die werden wahrscheinlich nicht abgefangen. Aber mal sehen, jetzt macht Lässiger Lurch Nägel mit Köpfen. Ja, Wir sehen aber ein paar ja. Storms. Storm müsste ja schon Oh, erfasst der werden. Surround, den mag ich, den mag Ist. ich. Ja. Wahrscheinlich gehen jetzt einfach alle Hightemps down, ohne dass. Ja. Guter Aber. Surround, also ich meine, Rumo holt da wirklich, glaube ich, alles raus, was man rausholen kann, Ja. tatsächlich. Aber es reicht halt trotzdem nicht aus. Ja, da würde ich mal sagen. Das war's. GG. Ja, das war's. GG wird gecallt. GG. Und es steht 1 zu 1. Nice. Okay, dann let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, dann let's go in die letzte, in das Go, let's letzte go. Match des Abends. Oh, let's go. Okay. Mal gucken, wie es wird. Nice. Mal Google. Mal Google. Mal Google. Jetzt geht das so 2 Stunden. Ja, Und wir so. das wäre krass. Das wäre krass.
Aber Warte jetzt mal mal wirklich, wenn das hier, zwei, also. was ist eigentlich, wenn ein Game 2 Stunden, also wenn du das auch siehst, was würdest du als Caster machen? Falls du es sehen würdest, was würdest du machen? Ja gut, ich meine, muss man halt durchhalten, ne? Würdest Ist du halt einfach machen? so. Würdest du casten? Zwei Ich Stunden, würde ein her. Ich Game, meine, keine Series. hallo? Marelefos ist gerade da, okay? Da muss ich ja Warte, wo ist natürlich der? sagen, Oh mein auf Gott, jeden ja, Fall ich werde ich liebe ein dich. Match, Warte mal, was warte mal. 2 Stunden lang geht, casten. Ich habe keine andere Möglichkeit. Warte, Maralekos ist da. Ja, ich liebe die Replay-Liga, ich liebe alles gerade und ich Alles. finde es gerade richtig nice. Hier sieht man hier So, aber direkt jetzt hier Gate erstmal hier, ne, unten und. links Ja, richtig in geil. Rot, Ah, ist Maralekos es ist der ja da. lässige Moin, Louis? ja. Ja, Marelekos, was soll denn die Überraschung? sag Xunga noch was anderes als okay, let's go. Ja, das hat Sentry ja oft gesagt, muss ich sagen. Szene, Szene, Wait! Szene, sorry, Szene, 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 danke, Szene! Winkel, habe ich Oh auch vergessen. mein Gott, Ja, egal. Ja, okay, Winkel. aber ich meine, es ist ja okay. Ist ja okay, unten links, ihr habt's nicht gesehen. Okay, ja, okay, hier, komm, lässt egal durch. Ich meine, du bist ja im Chat hier, bitteschön. Hier, da bist du. Du bist Grüße im geht raus Fernsehen, an lässt egal Winkel. durch, unten links. Grüße Ja. geht raus. Achso, true, wir müssen hier noch. Genau, Gut, ja, okay. und. Okay. Oben rechts, der blaue Zerg ist das Mugen. Genau, Perfekt. perfekt. Genau, Grüße an Winkel. Professionell. Gegen den muss ich gleich noch eine schnelle Series spielen für den Community Cup. Und, ja, genau. Du wirst natürlich locker gewinnen, sagst Nee. du. Ich hab dir, eigentlich würde ich einen Freerun geben, aber keine Ahnung. Ich probier's. Na gut. Ja, ich meine, mehr als verlieren kannst du ja nicht. Ja, true. Aber gut, Okay. ich meine, Winkel ist halt der Beste dort, ne? Auch. Ja. Der Das Winkel stimmt, ist eine Maschine. Winkel der ist ist schon echt Maschine. ziemlich gut. Muss Na man gut. sagen. Okay. Okay, Ey, aber Community Cup dieses Mal ist haben wir richtig cool. aber. Ja, Ja, gut, was? okay, genau. Wir sehen jetzt hier die Wall wieder hier auf Chillig. Ja, dieses Mal war es tatsächlich ein Nexus Ah, vom Core. Jetzt sogar auch noch einen schnellen Zealot, einfach weil, naja, gesehen wurde, dass da schon ein paar Zerglinge unterwegs sind. Linkspeed tatsächlich genau unterwegs. Es werden relativ viele Linge gebaut. ja. Aber ich meine, lässiger Ja. Lurch macht schon. Schickt sich eigentlich an, eine ganz gute Verteidigung zu bauen. Kommt vielleicht, weiß ich nicht. Kommt vielleicht ein Bane Bust oder? Nee, okay, ups. So wird hier aus dem Gas rausgezogen. Sorry, ergibt keinen Sinn. True, true, true. Habe ich nicht gesehen, sorry. Ja, aber ja, sogar Mahalekos hier höchstpersönlich kommt zu, es ist schon ein Ja, und weil bisschen. Marelekos gerade hier war, habe ich schon wieder das mit der Szene verkackt. Das ist einfach, Ich ich meine sag mal. gar nichts mehr über. Ah, jetzt bist du gebannt, Sentry, deswegen. Haha. Ich glaube auch, ja, das ist. Okay, es soll einfach ein Linkflood werden, aber. Mit einer Shield Battery. Okay, theoretisch kann das aber geheilt werden. Also theoretisch kann der Core geheilt werden. Wird aber einfach ein neuer Core gebaut, also. Ja. Aber ich meine. Ja, okay, jetzt ist es so, dass. Ja. Nee, jetzt ist es so oder so zu. Alles gut. Ja, Okay. ja, perfekt. Ich Ehrlich würde sagen, es gesagt, ist. Ja, genau, ja. Ja, das es sieht war. sehr gut aus für lässiger Lurch. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass der Adept auch rausgegangen ist. Ehrlich gesagt, einfach nur um eben zu gucken, was da halt jetzt noch kommen kann. Das sei halt eigentlich immer so das Wichtigste, aber halt letzten Endes einfach nur mehr Einheiten Ja, bauen, mehr, vielleicht noch ja, eine Shield Battery bauen, noch einen Pylon bauen, ja. einfach nur um super sicher zu sein. Weil das war halt schon ein extremes Investment. Okay, tatsächlich auch Dark Shrine sehen wir. Er hat halt nebenbei tatsächlich noch die Zeit, die Mineralien etc. gefunden, um ein Twilight Council zu bauen und halt jetzt auch Ja. den Dark Shrine. Sehr schöne Sache. Ja. Der Adept hinten macht sogar auch einige Kills. Das sind jetzt schon, okay, insgesamt 12, aber keine Ahnung, wahrscheinlich 3 Worker Kills. 4 Worker Kills. 5 Worker Kills. Ja, Und ist sogar noch weggekommen. krass. Also. Nee, ist auf jeden Fall, also ich finde auf jeden. Das Ding ist halt, lässiger Lurch kann jetzt hier richtig hoch Makro und alles bauen, was er will. Er hat die Worker dazu, er hat das Geld dazu.
Und Mugen chillt hier jetzt und ich meine, er baut zwei Drones, was halt auch noch nicht viel bringt, ne? Und gleich ist der Darkshrine auch für dich. Ja. Und ja. Ja, ich meine, klar, der Darkshrine selber, also halt die Tees, ja, weiß ich nicht, wie viel Damage sie finden werden. Ja. Wahrscheinlich dadurch, dass sie länger außer, also off-position Ja. sind. Wahrscheinlich werden die Tees schon relativ viel Damage finden, aber mal sehen. Ja. Aber halt so oder so, kannst du auch Archons draus machen und das ist halt jetzt in der Situation auch echt Ja. extrem krass. Das stimmt. Meine halt letzten Endes eigentlich müsste Lessiger Lurch gar nichts von allem machen, sondern könnte jetzt einfach, keine Ahnung, drüber gehen und kaputt machen. Also Ja, könnte jetzt klar. eigentlich Natürlich, mit einem natürlich, ja. All-In so ein Häkchen oder halt einfach, das wäre eigentlich gar kein All-In, sondern das wäre einfach Ja. ein Angriff. So ist es. Okay, schon mal mit dem Adept schön die Aggression gepult. Oh, jetzt hier. Aber Let's go, tatsächlich, let's go, also let's go. die. Wow, wow, wow. Okay, zwei hat er sehr schon. Also gut reagiert von Lugen. Ja. Ist ein bisschen gefährliche Situation, ja. Ja, Schon. klar, aber jetzt zu Archons machen, nochmal zwei reinwarpen, genau. Ja, und dann kann man damit schön juggeln. Aber halt trotzdem, weiß ich nicht, im Hintergrund kann man ja trotzdem Ja. auf eine dritte Basis gehen oder du baust halt jetzt ganz viele Einheiten. Mal sehen. Ich meine halt die beiden Overlords, die halt hier so richtig schön lecker standen, wurden leider Ja. nicht umgebracht, aber sei es drum. So, und jetzt Ja. Ja, gegen. gut. Wir sind jetzt halt nur Länge hier jetzt, ne? Und Ja. Archons sind halt Ja, schon tatsächlich, also sehr mit gut. ein bisschen Jungle wäre das halt richtig toll gewesen. So. Länge töten halt natürlich Archons auch verdammt schnell. Wir haben einen Nidus-Wurm, das habe ich gar nicht gesehen. Wow, 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 wait, Cool. wait, 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 no, 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 Wait, oh, wait, wait, krass. wait. Wow, das ist krank, das ist krank. Das ist Okay. richtig krass, vor allem der Toss hier gerade am Ausmoven. Wenn der Toss zurückgeht, ist natürlich schlecht, aber er muss halt jetzt angreifen. Ja. Aber ich meine, es ist halt auch, ja. Muss man halt gucken. Ja, gut, und ich meine, dann denkt sich halt lässiger durch, ja, okay, entweder jetzt oder nie. Ist halt eigentlich auch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ich meine, keine Ja. Ahnung, gibst du halt einfach deine Main auf und dann kannst du ja immer Ja. noch. Also, jetzt hier alleine die Tees oder so etwas, da Ja, könnten die Tees so true. viel regeln. Er müsste so krass jetzt die Tees reinwarpen. Introduction, die Tees, die Frage ist, Macht wo er werden sie nicht, macht er nicht, reingeworpt? wa? Doch, 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 er warpt die Tees an der Oh Natural mein Gott. rein. Okay, das ist GG. Das sind so viele. Ja, Overseer geht sogar tatsächlich auch jetzt runter. Ja. Aber wir sehen halt auch jetzt, die DTs clearen halt erstmal den Nidus Wurm. Ja. Und halt auch alles andere. Und Overseer braucht noch Ewigkeiten, bis er halt da ist. Ja. Lumen sollte da eigentlich nicht viel Damage finden können in der Natural. Die sind ja sehr gut verteidigt. Währenddessen verliert er halt wirklich quasi auch alles. Oh, warte, wird das ohne GG? Ah, nee, hier ist ja nicht GG. Okay, die Tees clearen quasi alles. Ja. Damit hat Mugen nur noch zwei Supply und GG. geht mit einem lachenden Smiley raus. GG. Schön GG. gehalten von Lässiger Lurch. Ja, nice. Das, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr gute Matches dabei gehabt. Ich löse dann hier mal auf. Ah, nee, warte, warte, warte. So, doch, doch, doch. Und damit hat Lässiger Lurch gewonnen. Zack. Sehr schön. Na komm, warum will er das jetzt hier nicht? Da, Dankeschön, sehr gut. Wow, da steht gerade, damit hat wirklich niemand gerechnet bei der Vorhersage, aber es hat auch keiner für Mugen gestimmt. Na, Lol. ei. Ich wollte eigentlich noch für Lässiger durch. Dings, aber ich hab's vergessen. Ja, Na. kein Ding. Danke fürs Spielen. Und jo, wir sehen uns. Nächstes Mal bin ich wieder mit Xechta. Vielen riesen Danke an Sentry auf jeden Fall. Ja, kein Riesen Danke. Problem. Nicht dafür. Alles gut. Doch, doch, auf jeden Fall. Und ja, genau. Wir hören uns.
Bleib gesund. Bis dahin. Jojo, dann versuche ich mal Au, Traumtraum zu True. raiden. Also ich. Warte. Ich muss mal kurz gucken. Klappt das Bin so? ich. Ja, Ah, wow, ein warte. Raid wurde erstellt. Perfekt. Echt stark. Geil. Sehr Sehr, schön. sehr gut. Wir sammeln Naja, euch gut, alle dann. und schicken euch zu Traumtraum. Haut rein. Ja, Jo. dann. Ciao, ciao und Na bis dann. denne. Guten Bis Abend. denne. Ciao. Ciao. Haut rein. Perfekt.